Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream, sehr geehrte Saskia Esken, liebe Manuela Schwesig, Thies Rabe, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Wissenschaft, aus den Parlamenten, Bundestag, Landtagen, liebe Interessierte. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Bildung in der Transformation, Kooperationsverbot, Fragezeichen und dann ein Ausrufezeichen hinter dem Satz, Bildung gelingt nur gemeinsam. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken. Ich habe heute da kurz drüber nachgedacht, welche Gefühle da hochkommen, welche Gerüche aus dem Chemielabor, welche Erinnerungen an überfüllte Overhead-Folien mit vielen Geschichtsdaten, Versagensängste, vielleicht Druck, Mobbing, vielleicht aber auch Entdeckergeist, Kreativität, Ermutigung, Begeisterung, Emanzipation an Lehrerinnen und Lehrer, die einen inspirieren, die man als Vorbilder nimmt. Andere, ich erinnere mich an einen Geschichtslehrer ganz konkret, der es immer geschafft hat bei meinen Geschwistern, ich habe drei ältere Geschwister, und bei mir nicht ganz bis zum Dritten Reich zu kommen, sage ich mal. Und solche Dinge, jeder hat da Geschichten zu erzählen und wenn es nicht die eigenen sind, dann vielleicht die der Kinder. Ja, jeder hat was mit Bildung zu tun und verbindet damit was und daran sieht man ja schon, wie prägend diese Zeit ist, diese Schulzeit, die einen ja auf das Leben vorbereiten soll, die aber auch so stark darüber entscheidet, welchen Weg man geht im Leben. Und genau deswegen ist es ja auch eine Gerechtigkeitsfrage. Wir wissen, und das wissen wir seit vielen Jahren, dass der Bildungserfolg nach wie vor auch vom Elternhaus abhängt, von der sozialen Herkunft, dass nicht alle so ermutigt werden, unterstützt werden, wie sie es sollten, dass wir deswegen nicht nur viele Menschen in ihren Lebenschancen sozusagen beschneiden, sondern auch für unsere Gesellschaft eigentlich nicht das ausschöpfen, was wir brauchen können für Zusammenhalt, für Demokratie, aber auch natürlich für die zukunftsfähige Wirtschaft. Und deswegen ist Bildung ein zentrales Thema, auch für uns als Friedrich-Ebert-Stiftung. Unsere Stiftung wird in 2 Jahren 100 Jahre alt und Gründungsauftrag dieser Stiftung war es, Bildungsaufstieg, Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig natürlich auch eine demokratische Verantwortungselite zu fördern. Durch unsere Stipendienprogramme, Studienförderung, aber natürlich auch durch die politische Bildung. Denn wir haben auch im Dritten Reich natürlich gelernt, es reicht nicht nur irgendeine Elite zu haben, eine Funktionselite, die klug und fachlich versiert ist, sondern wir brauchen eine demokratische Verantwortungselite. Und das ist die DNA der Friedrich-Ebert-Stiftung. Deswegen schreiben wir uns dieses Thema Bildung auch auf die Fahnen. Wir wissen aber alle, es gibt viele Herausforderungen für das Bildungssystem, für den Bildungsbereich. Die Expertinnen und Experten sitzen hier, ich brauche das nicht im Einzelnen auszuführen, aber wir wissen, die Basiskompetenzen vieler Schülerinnen und Schüler sind nicht so, wie wir es uns wünschen. Wir haben Lehrkräftemangel, auch die Schulen sind häufig nicht so ausgestattet, materiell und personell, wie es sein müsste. Gleichzeitig ist auch nicht alles schlecht. Ich glaube, die Wahrnehmung ist gestiegen, dass wir das als gemeinschaftliche Aufgabe wirklich angehen müssen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Gerade angesichts der großen Transformationen, vor denen unsere Gesellschaft steht, Klimawandel, die Kriege, die Digitalisierung, Dekarbonisierung, die vielen, vielen Dinge, die uns als Gesellschaft fordern, ja manchmal sogar überfordern. Genau das wollen wir heute eben diskutieren, wie muss sich dieses Bildungssystem eigentlich aufstellen, damit wir als Gesellschaft diese Herausforderungen bestehen können? Wie kann die Bildungspolitik auch wirkmächtiger werden? Und welches Zusammenspiel braucht es von Bund, Land, Kommunen? Welche Strukturen und Ressourcenverteilung brauchen wir? Zum Glück haben wir dafür hochrangige Gäste heute Abend, ich habe es schon angesprochen,
und zwar aus, die diese Diskussion aus verschiedenen Ebenen führen werden. Ich freue mich sehr, dass wir die Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hier haben, heute Abend Saskia Esken, Mitglied des Bundestages, die uns zuerst mit einer Keynote nochmal das Kooperationsverbot mit Fragezeichen auseinandernehmen wird und sagen wird, wie sie sich eine gute Arbeitsteilung vorstellt. Herzlich willkommen, liebe Saskia. Die Chancen und Gelingensbedingungen aus der Landesperspektive, und wir wissen ja, Bildung ist zu ganz vorderst natürlich auch Landespolitik, wird uns Manuela Schwesig darbringen. Und sie ist natürlich Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, aber auch eben Landesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Und wir freuen uns sehr auf deine Perspektive auf dieses Thema. Herzlich willkommen hier in Berlin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mike Schubert, Oberbürgermeister der schönen Landeshauptstadt Potsdam, ist noch auf dem Weg hierher, so nah es auch ist. Aber der Verkehr ist schwierig aus Potsdam nach Berlin. Wir freuen uns, dass er gleich eintreffen wird. Er hat schon gesagt, dass es bald soweit sein wird. Und wir freuen uns, dass er aus kommunaler Sicht diese Dinge beleuchten wird. Wir haben aber auch einen weiteren Kommunal-Landespolitiker hier, Thies Rabe, ist Senator für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Und er wird uns einige konkrete Handlungsfelder für gemeinsame Ansätze aufzeigen. Und wir freuen uns sehr, Thies Rabe, dass du aus Hamburg hierher den Weg gefunden hast. Herzlich willkommen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ihnen allen ganz herzlichen Dank fürs Kommen, dafür, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Dank auch schon jetzt an unsere Moderatorin Katja Irle, die Bildungsjournalistin ist und uns heute Abend durch diese Diskussion führen wird. Ich wünsche uns eine interessante Veranstaltung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Fahndrich, für diese Einführung. An den Geruch der Overhead-Projektoren kann ich mich natürlich auch erinnern. Ich frage mich immer, warum merkt man sich immer nur diese schlechten Gerüche? An einen guten Geruch in der Schule kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber das sagt vielleicht auch schon viel zum Thema. Ja, mein Name fiel schon. Ich bin Katja Irle, ich bin Bildungsjournalistin und außerdem Nachrichtenredakteurin und Sprecherin der Hörfunkwellen beim Hessischen Rundfunk. Bin von Frankfurt zu Ihnen gekommen. Ich habe mir sagen lassen, das Nachrichtengeschäft wird demnächst sowieso von der KI übernommen. Ich hoffe, dass es mit dem Moderieren noch eine Weile gut geht. Das stelle ich mir nicht so einfach vor mit der KI, aber wer weiß das schon. Ich bin seit vielen Jahren Bildungsjournalistin und da ist es so, dass nach meiner Einschätzung die Themen so ein bisschen wie das Ungeheuer von Loch Ness mal auftauchen und wieder abtauchen. Aus medialer Sicht ist es so, wenn Sie Leistungsvergleiche haben und die Schüler schneiden mal wieder schlecht ab, dann taucht das Ganze auf und es wird sehr breit diskutiert. Um dann aber zuverlässig auch wieder abzutauchen, heißt nicht, es wird nicht darüber geredet. In den Hinterzimmern wird natürlich darüber geredet, aber nicht so auf der großen Bühne. Und deshalb freue ich mich umso mehr heute Abend, dass das Thema wieder eine große Bühne bekommt und glaube, das hat das Potenzial, das Thema Schule, Kita und Bildungsgerechtigkeit auch mal wieder in den Fokus zu rücken, wo es eigentlich hingehört. Wir wollen hier diskutieren, 2 Stunden lang. Wir werden Vorträge hören, Impulse hören, es wird eine Podiumsdiskussion geben. Soll aber kein Frontalunterricht hier sein. Das heißt, Sie können sich auch beteiligen, auch alle, die am Livestream jetzt sitzen. Sie können mitchatten. Sie haben vielleicht gesehen, da sind QR-Codes verteilt, auch auf Ihren Sitzen. Da können Sie auch Fragen stellen, Statements für die gesamte Veranstaltung. Wir werden das am Ende bei der Podiumsrunde dann auch mit aufnehmen. Also beteiligen Sie sich gerne. Bevor wir das tun, müssen wir erstmal eine Grundlage schaffen. Deshalb bitte ich jetzt Saskia Esken, zu Ihrer Keynote. Sie sind ja nicht nur Bundesvorsitzende der SPD, sondern auch viele Jahre in der Bildungspolitik aktiv. Und ich weiß, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit, Bildungserfolg oder Misserfolg, der ja sehr stark am Elternhaus noch hängt, wie man weiß, sehr am Herzen liegt. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihren Impuls, wie das mit dem gemeinsamen Bildungsaufbruch denn funktioniert. Das war ja in der Vergangenheit doch immer sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, es wird jetzt leichter.
nach Ihrem Input. Na, wenn das nicht just in time ist, lieber Mike. Mike Schubert ist da. So. Also der Geruch, an den ich mich erinnere, das sind eher Umkleideräume von Turnhallen, aber ist auch nicht so angenehm. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, darf ich wohl hier auch sagen, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr über Ihr großes Interesse für dieses Thema. Ich finde es wirklich auch beeindruckend und freue mich, dass wir heute mal vor so einem Publikum auch zum Thema sprechen dürfen. Wir wollen über die Bedeutung gelingender Bildung für das Gelingen des Wandels, für das Gelingen der Transformation sprechen. Und ich sage es gleich vorneweg, die Bedeutung könnte nicht größer sein. Und deshalb ist es mir auch eine besondere Freude, dass es der Friedrich-Ebert-Stiftung gelungen ist, so viele kompetente GesprächspartnerInnen auch für diese Veranstaltung zu gewinnen. Liebe Manu, lieber Thies, lieber Mike, ich freue mich wirklich sehr drauf, mit euch gleich zu beraten, wie Bund, Länder und Kommunen für eine gemeinsame Verantwortung zu einer gemeinsamen Verantwortung kommen können für eine gelingende, für eine gute, für eine gerechte Bildung für alle Kinder. Mein Dank gilt natürlich der Friedrich-Ebert-Stiftung, denn sie hat diese Veranstaltung ausgerichtet und das freut mich wirklich sehr, dem großartigen Team von dir, liebe Sabine, dass diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Ihr habt es wirklich großartig gemacht. Es ist eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Insofern gerne wieder. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Sozialdemokratin und als Mutter von drei Kindern bewegt mich das Thema von der gleichen Bildungschancen schon seit vielen Jahrzehnten. Und als der SPD-Parteivorstand entschied, sich in dieser Amtszeit, die ja bald zu Ende geht, mit der politischen Gestaltung der Transformation sich zu beschäftigen, war mir klar, unter welcher Leitfrage meine Arbeit stehen sollte. Ich stelle die Frage, was brauchen die Menschen und was braucht die Gesellschaft, um im Wandel stark zu bleiben? Was brauchen Menschen, um in Krisen Resilienz zu zeigen? Was brauchen sie, um Veränderungen nicht abzuwehren, sondern sie zu umarmen, wie man so schön sagt, und mitzugestalten? Und die wichtigste Grundlage für Resilienz und Veränderungsmut ist Sicherheit. Soziale Sicherheit durch starke Familien, durch gute Arbeit, durch gleichen Respekt. Individuelle und kollektive Sicherheit durch starke Rechte, Rechte als Bürgerinnen, als Verbraucherinnen, als ArbeitnehmerInnen. Und nicht zuletzt Teilhabesicherheit, und die kommt durch Bildung zustande. Eine Bildung, die emanzipiert, die stark und mutig macht und die dazu beiträgt, sich immer wieder selbst weiterzubilden. Bildung ist das Emanzipationsversprechen der SPD seit 160 Jahren. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wir sind aus einem Arbeiterbildungsverein heraus gegründet worden. Dabei ist mein Anspruch an eine sozialdemokratische Bildungspolitik so klar wie in diesem Raum vermutlich unumstritten. Wir wollen alle Kinder, unabhängig von der Herkunft und unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, bestmöglich befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist Emanzipation. Sie sollen persönliches Glück finden in ihren Familien, mit Freunden. Sie sollen offen für Neues sein und bleiben. Und sie sollen sich in die Gestaltung unserer Welt, im Kleinen wie im Großen, einbringen können, aktiv sich einmischen. Und natürlich nicht zuletzt, sie sollen auch beruflich einen Weg finden, der finanzielle Unabhängigkeit, der Sinnstiftung und der Respekt vereint. Gerade in einer Zeit vielfältiger Umbrüche und insbesondere angesichts der Demografie kommt der Bildung und Emanzipation einer so vielfältigen jungen Generation, wie wir sie heute haben, eine ganz enorme Bedeutung bei. Denn wir sind arm an Ressourcen in Deutschland, unser Kapital aber sind die Köpfe. Und die werden immer weniger. Wenn meine Generation in Rente geht, unser Bundeskanzler sagt, wir werden liebevoll die Boomer genannt, dann kommt eine Generation nach, die ist gerade mal halb so groß. Und das bedeutet natürlich, dass wir jeden und jede einzelne von ihnen maximal befähigen, emanzipieren, empowern müssen. Und doch das muss man leider feststellen, gelingt uns zuletzt zunehmend schlecht. Auf den Anfang kommt es an, sagt man dann immer, will sagen, damit Bildung ein Leben lang gelingt, muss zunächst mal vor allem der Anfang gelingen. Und wenn wir dann erfahren, dass ein Viertel aller Kinder in Deutschland am Ende der Grundschulzeit nicht die notwendigen Kompetenzen erworben hat, um eine weiterführende Schule mit Erfolg zu besuchen, dann ist es nicht nur ein Alarmzeichen, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es brennt.
Auf den Anfang kommt es nämlich an, damit ein Abschluss gelingt. Doch jeder 16., bei den Jugendlichen mit Migrationsgeschichte ist es jeder 7., verlässt die Schule ohne Abschluss. Ohne Abschluss wissen wir kein Anschluss. Was soll werden aus diesen jungen Menschen? Verlorene, verbaute Bildungschancen für so viele, das ist eine Ungerechtigkeit, die den Zusammenhalt in unserem Land bedroht. Aber sie bedroht auch unsere Volkswirtschaft, unseren Wohlstand, denn der Fachkräftemangel ist ja schon heute eklatant. Und deshalb ist es ein Kernanliegen der SPD und ist es auch mein Kernanliegen, mehr und ganz gezielt in gleiche Bildungschancen zu investieren. Das kann, zu der Überzeugung bin ich gelangt, eine Ebene alleine nicht schaffen. Und deshalb müssen Bund und Länder und Kommunen sich zusammentun. Kooperation darf nicht verboten sein. Sie ist geradezu das Gebot der Stunde. Wir haben verstanden, dass es für den Bildungserfolg aller Kinder eben eine gesamtstaatliche Verantwortung braucht. Und dafür schlagen wir einen Deutschlandpakt Bildung vor. Bund, Länder, Kommunen sollen sich verbünden zu einem Aufbruch für eine gerechte und gelingende Bildung für alle Kinder. Wir haben in den vergangenen Monaten in unserer Kommission Bildung in der Transformation mit vielen internen und externen Bildungsfachleuten darüber beraten, wie uns ein solcher Aufbruch inmitten der Transformation gelingen kann. Zum Bundesparteitag der SPD Anfang Dezember werden wir unser Konzept dieses Deutschlandpakts Bildung vorstellen. Wir wollen, dass Bund und Länder unter Beteiligung der Kommunen gemeinsam Programme entwickeln, umsetzen und finanzieren. Und dafür wollen wir es möglich machen, dass Bund und Länder jährlich zumindest einen hohen einstelligen Milliardenbetrag in den Deutschlandpakt Bildung einbringen, etwa in ein gemeinsames Sondervermögen. Perspektivisch sage ich auch ganz klar, müssen wir erreichen, dass die staatlichen Ebenen, dass die öffentliche Hand insgesamt 7% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung investiert. Denn das muss die Bildung uns wert sein. Ich will gemeinsam mit Ihnen und mit euch einen Blick zurückwerfen, um zu verstehen, wie aus dem Aufstiegsversprechen der 60er Jahre, wie aus der sozialen Mobilität meiner Kindheit diese sehr klar getrennten Bildungsmilieus unserer Tage werden konnten. Denn in den 60er und 70er Jahren war Deutschland ja von einem beispiellosen Aufstieg durch Bildung und Leistung geprägt. Vielen Kindern aus Arbeiterfamilien ist es mit Unterstützung des Bildungssystems gelungen, die Hoffnungen ihrer Eltern und die eigenen Träume zu verwirklichen. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Das war das Mantra der Nachkriegsgeneration. Und die Kinder erreichten höhere Bildungsabschlüsse als ihre Eltern. Sie haben sich beruflich erfolgreich qualifiziert oder akademisch qualifiziert. Und nicht wenige haben ja Führungsaufgaben in unserem Land übernommen. Die Herausforderungen des Bildungssystems beim Ausgleich von Nachteilen des Elternhauses haben sich aber seither wesentlich verändert und verschärft. Denn die Zahl der Kinder aus erwerbsarmen Familien, aus Familien mit Migrationsgeschichte, wo nicht oder nur schlecht Deutsch gesprochen wird, die hat enorm zugenommen und wird weiter zunehmen. Während im Jahr 2010 ein Anteil von 30% der Kinder einen Migrationshintergrund haben, sind es heute, etwa 13 Jahre später, 40%. Ein großer Teil dieser Kinder, 80% von ihnen, ist in Deutschland geboren. Und dennoch sind diese Kinder benachteiligt durch ihre Sprachentwicklung oder auch durch den Bildungshintergrund der Eltern. Insbesondere aber durch deren Erwerbsarmut. Denn davon sind Erwerbstätige mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich mehr betroffen als die ohne. Und so steigt eben auch der Anteil der von Armut bedrohten Kinder und Jugendlichen seit Jahren kontinuierlich an in diesem Land. Vor 20 Jahren waren es 15%, das war schon beschämend hoch, heute sind es 20. Diese Armutsquote ist wirklich eine Schande für unser Land. Und deshalb wollen wir mit der Kindergrundsicherung, aber auch mit höheren Mindestlöhnen, mit starken Tariflöhnen, mit einer besseren Erwerbsbeteiligung der Mütter gegen die Erwerbsarmut der Eltern vorgehen. Gerade auch die Aus- und Weiterbildungsinitiative muss für die Elterngeneration noch mal offen sein. Aber die Bildungsnachteile der Kinder sind heute eben offensichtlicher denn je und wir müssen dagegen angehen. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die, wie ich schon sagte, am Ende der Grundschulzeit eben die Basiskompetenzen nicht erreicht, im Lesen, Schreiben, Rechnen und Zuhören also nicht die notwendigen Kompetenzen erworben hat, ist von 20% im Jahr 2011
auf 25% im Jahr 2022 gestiegen. Es ist also offenkundig, wir haben ein wachsendes Problem. Und das IQB, das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, das uns diese Zahlen ja berichtet, weist ganz klar und deutlich auch auf den Zusammenhang hin eben zwischen diesen Ergebnissen mit der Benachteiligung des Elternhauses. Und diese Entwicklung wollen und dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wir wissen also, der Grundstein für eine gelingende Bildung wird in den ersten Jahren gelegt. Wir müssen deshalb von Anfang an Verantwortung übernehmen, dass jedes Kind gute und gerechte Startbedingungen hat und das bereits lange vor der ersten Klasse, durch frühe Bildung in Familien und in den Kitas. Wir werden deshalb dafür sorgen, dass die Angebote der frühen Hilfen endlich auch alle Kinder und alle Eltern erreichen. Das ist heute lange nicht der Fall. Und wir wollen, dass die meisten von ihnen wenigstens 4 Jahre eine Kita, eine Einrichtung eben der frühen Bildung auch besuchen. Wenn Kinder in ihrer Entwicklung besondere Förderung brauchen, dann müssen wir das auch forcieren. Und dafür wollen wir den Entwicklungsstand von Kindern im frühen Alter überprüfen und im Bedarfsfall eben diese verpflichtende Förderung in der Kita auch auf den Weg bringen. Auf diese Art und Weise wollen wir für gute und gleiche Startbedingungen für alle Kinder in den Grundschulen sorgen. Damit die Kinder dann am Ende der Grundschulzeit auch gute Startbedingungen für die weiterführende Schule haben, müssen wir in den Grundschulen, und da wird Thies Rabe heute Abend sicher einiges dazu sagen, in den Grundschulen den Fokus legen auf die Basiskompetenzen, auf das Lesen, Schreiben, Rechnen und Kommunizieren. Mit einer klaren, mit einer zusätzlichen Förderstrategie für die Kinder, die sich eben schwer tun. Der Ganztag an den Grundschulen sollte dafür ja die notwendigen Freiräume schaffen. Denn wer diese grundlegenden Fertigkeiten nicht beherrscht, der wird keinen Anschluss finden und er wird auch keinen Abschluss erzielen. Fast 50.000 Jugendliche verlassen die Bildungseinrichtungen ohne Schulabschluss. Trotz des Mangels an Fachkräften bleiben in jedem Jahrgang 200.000 junge Menschen ohne Ausbildungsvertrag. Mittlerweile sind von den jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren 2,5 Millionen ohne Berufsausbildung. Das können und dürfen wir nicht hinnehmen. Und deshalb ist ganz klar, auf den Anfang kommt es an, ja, aber auch der Abschluss muss gelingen. Denn erfolgreiche Bildungs- und Erwerbswege sind insbesondere in Deutschland an formale Abschlüsse eben gebunden. Es ist richtig, dass die Ampelregierung jedem jungen Menschen eine Ausbildungsgarantie ausspricht. Das ist richtig und wichtig. Jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dass alle jungen Menschen einen qualifizierten Schulabschluss erreichen, der ihnen einen Weg ebnet in eine berufliche Qualifikation und auch in ein erfolgreiches Erwerbsleben. Auch dafür sind individuelle Maßnahmen der Förderung notwendig. Wir wollen im Rahmen des Deutschlandpakts mit gezielten zusätzlichen Fördermaßnahmen dafür sorgen, dass die Bildungsnachteile so früh wie möglich ausgeglichen werden, dass in den Grundschulen die Basiskompetenzen verlässlich erworben werden und dass alle Jugendlichen mit einem qualifizierten Schulabschluss einen gesicherten Übergang in die berufliche Ausbildung schaffen. Und dafür sollen, das ist unsere Idee des Deutschlandpakts Bildung, Bund und Länder gemeinsam pädagogische Konzepte erarbeiten, die Kommunen mit einbinden. Die vereinbarten Maßnahmen sollen dann auch verpflichtend umgesetzt und im Rahmen des Deutschlandpakts Bildung gemeinsam finanziert werden. Und damit kommen wir zum leidigen Thema Geld. Ich sage es sehr deutlich, ich bin nicht mehr bereit hinzunehmen, dass in diesem reichen Land für unser wichtigstes Gut, für die Bildung, nicht genügend Geld vorhanden sein soll. Denn eines muss doch klar sein, auch als Volkswirtschaft können wir es uns nicht leisten, die Potenziale so vieler junger Menschen liegen zu lassen, nicht zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass die sehr hohen Vermögen und die sehr hohen Einkommen in Deutschland dazu einen höheren Beitrag leisten können. Und wir sind sicher, dass die Akzeptanz für einen solchen höheren Beitrag erheblich wächst, denn klar ist, dass die Mittel ganz gezielt in die Bildung gehen und in die Zukunft unserer Kinder. Damit der Deutschlandpakt Bildung eben auch gelingt, werden wir deshalb sehr hohe Einkommen und sehr hohe Erbschaften stärker besteuern. Die Mehreinnahmen gehen im einen Fall an den Bund, im anderen Fall an die Länder. Und die gesamtstaatliche Verantwortung zeigen wir, indem Bund und Länder sich verpflichten, einen erheblichen Anteil der jeweiligen Mehreinnahmen eben in die Vorhaben des Deutschlandpakts Bildung zu investieren. Auf den Anfang kommt es also an und der Abschluss muss gelingen, so weit, so gut. Aber was liegt dazwischen?
Was müssen unsere Kinder neben dem Lesen, Schreiben, Rechnen und Kommunizieren eigentlich lernen, damit sie eine gute Basis für ein gelingendes Leben haben und unsere Gesellschaft eine gute Basis für ihren Zusammenhalt? Es kommt sicher darauf an, dass sie neugierig bleiben, dass sie das Lernen lernen, um sich immer wieder Neues aneignen zu können, aus eigenem Antrieb, selbstständig. Ich finde auch wichtig, dass die Schule die Grundlagen legt für eine digitale Souveränität. Dass junge Menschen nicht nur verstehen, wie unsere digitale Welt funktioniert, sondern dass sie auch dazu befähigt werden, sie aktiv mitzugestalten. Das ist ganz insbesondere in Zeiten von künstlicher Intelligenz ganz besonders wichtig. Da geht es auf der einen Seite um informatische Grundbildung und sicher auch Medienkompetenz. Auf der anderen Seite müssen wir aber die Fähigkeiten bei den Kindern fördern, die uns von der KI unterscheiden, noch recht lange von der KI unterscheiden werden. Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken über den Tellerrand hinaus, das ist für die Tunnelbegabung KI immer noch nicht möglich. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für ein gutes Zusammenleben über alle Milieus, alle Schichten hinweg braucht es aber eines mehr, und das wird uns in diesen Tagen wieder schmerzhaft bewusst. Wertebildung wird gebraucht, wenn wir unsere freie, unsere offene, unsere demokratische Gesellschaft schützen und erhalten wollen. Kinder und Jugendliche müssen deshalb schon in ganz jungen Jahren, schon als kleine Kinder, Respekt erfahren. Und ebenso müssen sie lernen, Respekt zu gewähren. Das ist die Grundlage unserer Gesellschaft und eines guten Auskommens und eines guten Miteinanders. Sie müssen erfahren, dass menschenfeindliche Ausgrenzung, egal welcher Art, in unserer Gesellschaft keinen Platz hat, dass sie zurückgewiesen wird, dass man aber auch davor beschützt wird. Und sie müssen erfahren, dass ihre Bildung und ihre Zukunft für uns Bedeutung hat, unabhängig von der Schule, die sie besuchen, unabhängig von ihrem Elternhaus. Die Kinder müssen spüren, dass sie uns wichtig sind. In meiner Heimatregion gibt es enge Täler und steile Hänge. Und an einem solchen steilen Hang ist die Hierarchie des althergebrachten dreigliedrigen Schulsystems topografisch abgebildet bei mir zu Hause. Unten die Hauptschule, darüber die Realschule und oben auf dem Berg thront das Gymnasium. Und mit jedem Höhenmeter steigt der Sanierungszustand, steigt die Ausstattung der Schulen und steigen die Gehälter der Lehrkräfte. Glauben Sie mir, die Kinder spüren das. Und die Eltern und die Lehrkräfte auch. Und wir müssen das ändern. Die Rütli-Schule hier in Berlin hat vor einigen Jahren einen Hilferuf gesendet, ziemlich laut. Und sie ist gehört worden. Es ist Geld investiert worden in Ausstattung und Personal, doch vor allem ist Aufmerksamkeit investiert worden. Nur die Lehrkräfte, die SchülerInnen und auch die Eltern haben diese Aufmerksamkeit gespürt. Und die Schule hat echt einen richtig guten Weg gemacht. Insofern ist es genau richtig, welchen Weg das Startchancenprogramm der Bundesregierung, der Ampelregierung jetzt geht. Wir unterstützen die Schulen mit zusätzlichen Mitteln, die eine besonders benachteiligte Schülerschaft haben, für sanierte Gebäude, für moderne Ausstattung, für mehr pädagogisches Personal. Doch leider erreichen wir wegen der begrenzten Mittel des Ampelhaushalts nur etwa ein Zehntel aller Schulen mit einer Unterstützung, die mindestens die Hälfte dringend brauchen würde. Denn Bildungseinrichtungen müssen strahlen, um ihrer Aufgabe einer gelingenden und gerechten Bildung für alle Kinder gerecht werden zu können. Sie müssen als Gebäude strahlen, als Institution und als Organisation. Und dafür brauchen sie beste Ausstattung, eine gute Leitung, eine gute Organisationskultur und nicht zuletzt auch genügend und gut ausgebildete Fachkräfte. Auch da brauchen wir eine gemeinsame Fachkräfteoffensive von Bund und Ländern für die Aus- und Weiterbildung von ErzieherInnen, von Lehrkräften und weiterem pädagogischem Personal. Die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen müssen attraktiv sein, damit mehr junge Leute wieder in diese schönen Berufe gehen. Und gleichzeitig müssen sie angeglichen werden aneinander, denn dieses Abwerben von Lehrpersonal von einem Bundesland ins andere, das muss echt endlich aufhören. Zudem müssen die vielen immer mehr weiblichen pädagogischen Fachkräfte in Teilzeit dazu motiviert werden und auch dazu befähigt werden, ihre Tätigkeit aufzustocken, zum Beispiel Idee durch eine Vorfahrt und Unterstützung bei der Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. Ich komme zum Schluss und sage, Bildung ist die beste und wichtigste Investition in unsere Zukunft und jedes einzelne Kind ohne gerechte Bildungschancen ist ein Drama für sich. Doch diese schreiende Ungerechtigkeit hat auch harte Folgen für unsere Volkswirtschaft,
für unseren Wohlstand und nicht zuletzt auch für unsere Demokratie. Und deshalb sage ich, eine gelingende und eine gerechte Bildung für alle Kinder muss endlich als gesamtstaatliche Aufgabe verstanden werden. Wir wollen deshalb einen Deutschlandpakt Bildung initiieren. Wir wollen gemeinsam an einem Bildungsaufbruch für alle Kinder arbeiten, an einem Bildungsaufbruch für unser Land. Vielen Dank. Bleiben Sie noch ein bisschen stehen, Frau Essen. Ich wollte noch mal die ein oder andere Nachfrage stellen. Ja, Sie haben gesprochen von einem Deutschlandpakt für die Bildung. Sie haben von einem Bildungsaufbruch aller Ebenen gesprochen und meinen damit natürlich Bund, die Länder und die Kommunen, um das anpacken zu können, was Sie erwähnt haben. Das ist natürlich nicht ein ganz neuer Gedanke. Sie haben erwähnt, das leidige Thema Bildungsföderalismus beschäftigt wahrscheinlich diese Runde schon sehr, sehr, sehr lange. Es gab Anläufe, es gab die Idee eines nationalen Bildungsrates, der gescheitert ist. Es gab im Frühjahr, war es glaube ich, den Bildungsgipfel von Bund und Ländern, der aber eher in einem Desaster geendet ist, weil viele Kultusminister gar nicht hingekommen sind. Also es war nicht so erfolgsversprechend, wie man das eigentlich sich gedacht hat. Was begründet Ihre Hoffnung, dass es einen neuen Anlauf geben wird von Bund und Ländern und Kommunen, der dann tatsächlich stattfindet? Ich habe mir gemerkt, Sie haben gesagt, Veränderungen muss man umarmen. Da hatte ich kurz das Bild im Kopf, wie sich die Kultusminister und Ministerinnen in der KMK darauf einigen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Also wie begründen Sie Ihre Hoffnung, dass das diesmal klappt? Also ich sage zunächst mal zur Ehrenrettung der KMK, dass sie auch schon in ultraschneller Geschwindigkeit und großer Einigkeit Großes vorangebracht hat, als sie nämlich über die Inhalte und über die Sinn und die Zielrichtung einer digitalen Bildung beraten hat. Innerhalb eines Jahres hat sie ein wirklich beeindruckendes ein Konzept aufgestellt und nach einem halben Jahr schon öffentlich gestellt und sich der öffentlichen Diskussion gestellt. So kannte ich die KMK bis dahin nicht. Ich fand das sehr beeindruckend. Und tatsächlich ist ja das föderale Zusammenspiel, das Miteinander unterliegt gewissen Wellenbewegungen. Mal hat man das Gefühl, alle haben so ein bisschen in den Themen alles zu Ende gesprochen und wollen sich wieder eine Trennung von Tisch und Bett. Und dann merkt man wieder, Mensch, die meisten Sachen schaffen wir doch nicht ohne eine gute Zusammenarbeit und kommt dann auch wieder zusammen. Ich sehe tatsächlich, dass wir, ich habe es ja versucht zu beschreiben, eine wachsende Bildungsungerechtigkeit haben und vor allem auch ein wachsendes Problem eben, dass diese jungen Menschen nicht aktiver Teil unserer Erwerbsgesellschaft werden können, dass sie nicht aktiver Teil unserer Demokratie werden können, wenn sie nicht die entsprechende Unterstützung bekommen und dass wir da alle zusammen anpacken müssen. Und sehen Sie das, wenn man es jetzt rein pragmatisch mal betrachtet, schwebt Ihnen eine neue Kommission vor, etwas Paralleles zur KMK, oder ist es ein Appell, dass die Gremien, die es bereits gibt, sich endlich zusammenraufen, für diese Ziele, die Sie genannt haben, zu arbeiten? Ehrlich gesagt bin ich da leidenschaftslos. Wir haben so eine Kommission tatsächlich auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Gegründet, genau. Gegründet wurde sie noch nicht oder jedenfalls nicht mit durchschlagendem Erfolg. Es kommt schon darauf an, dass eben Bund und Länder in allen Fragen der Zusammenarbeit auch in hohem Maße auf Augenhöhe miteinander agieren, dass sie die Kommunen niemals vergessen, denn die müssen am Ende umsetzen, was die beiden anderen Ebenen miteinander vereinbaren. Alles am Ende wird ja real nur vor Ort in der Kommune und stößt dann dort auch auf Schwierigkeiten, die man möglicherweise in dem einen oder anderen Landes- oder Bundesparlament nicht kennt. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Wenn Sie das Online-Zugangsgesetz als Beispiel nehmen, die Digitalisierung der Verwaltung, auch da ist es natürlich eine große Schwierigkeit, eben die Bund-Länder-Zusammenarbeit mit den Kommunen zu organisieren. Aber wir haben wirklich verstanden, dass man miteinander sprechen muss, um am Ende zu guten Ergebnissen zu kommen, aufhören muss, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, wenn es darum geht, wer schuld ist. Das bringt uns gar nicht weiter. Wir haben wirklich auch eine Problemlage, die Aktionen braucht und nicht mehr das Reden.
Sie haben zu Recht gesagt, ein Deutschlandpakt für Bildung, wenn es den gibt, da reicht es nicht, sich zusammenzusetzen, Programme zu überlegen, sondern da geht es ans Eingemachte, es geht dann natürlich ums Geld. Mhm. Sie hatten vor dem Bildungsgipfel ganz konkret mal ein Sondervermögen angemahnt, vielleicht auch parallel zum Sondervermögen, das für die Bundeswehr auch bereitgestellt wurde und sagen, auch für den Bildungsbereich muss es das geben. Damals fiel die Summe von 100 Milliarden. Halten Sie noch daran fest? Ist das realistisch angesichts des Haushalts und angesichts der Krisen, die im Moment die Politik ja auch sehr stark dominieren? Also angesichts der Investitionen, die im Bildungssystem insbesondere notwendig wären, wir haben an den Schulen insgesamt, sagt man, haben kluge Leute untersucht, einen Sanierungsstau von 50 Milliarden Euro, ist die Summe nicht völlig aus der Welt gegriffen. Gleichzeitig ist ein Sondervermögen für Bildung nichts ganz Neues, auch der Digitalpakt wird in einem Sondervermögen organisiert. Also das Finanzierungsinstrument Sondervermögen ist auch nicht ungewöhnlich. Dass ich jetzt an ein gesamtstaatliches Sondervermögen denke, das ist vielleicht was Besonderes, kommt aber eben auch dem Gedanken entgegen, der jetzt auch beim Startchancenprogramm angewandt wird, zum einen überjährig finanzieren zu können, auf einem anderen Wege finanzieren zu können als über den berühmt-berüchtigten Königsteiner Schlüssel, eher nach Sozialindex, sozial gerechte Gelder zu verteilen, aber eben auch gesamtstaatlich das Sondervermögen zu bedienen. Das wäre ein, glaube ich, kluger Weg. Aber am Ende bin ich auch da leidenschaftslos, wenn es funktioniert. Mir kommt es darauf an, dass wirklich auch die Mittel, die wir zusätzlich auf den Weg bringen, die wir, wie ich sagte, hohen Vermögen und hohen Einkommen abnehmen wollen, dass die eben genau, und das ist für die ja auch eine ganz wichtige Grundlage für Akzeptanz, dass sie genau da landen, wo sie landen müssen, nämlich bei den Kindern, die Unterstützung brauchen. Über das Thema Finanzen werden wir in der Podiumsrunde nachher ganz sicher noch mal sprechen, wenn Bund, Länder und Kommunen aufeinandertreffen. Das wird sicher nicht ohne dieses Thema abgehen, deshalb werden wir das da noch mal vertiefen. Eine letzte Frage noch an Sie. Sie haben gesagt, frühkindliche Bildung, Basis, das Fundament eigentlich dafür, dass aus jungen Menschen später etwas wird, dass sie eben Schulabschluss machen, Fachkräftemangel und so weiter. Es hängt sehr viel dran. Sie haben gesagt, frühkindliche Bildung mindestens 4 Jahre. Sie haben auch verpflichtende Entwicklungsstandserhebungen gesprochen, im Alter von 2 etwa. Diese mindestens 4 Jahre frühkindliche Bildung, ist es sozusagen eine Idee für eine Kita-Pflicht durch die Hintertür? Nein, es ist ein Appell, weil es wirklich den Kindern ja auch gut tut. Das wissen auch viele Eltern auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es den Familien, dass es der Erwerbsbeteiligung von Frauen gut tut, wenn diese Angebote auch in der Masse da sind, wenn es eben nicht die Ausnahme ist, dass Kinder früh in die Betreuung gegeben werden, sondern die Regel, wie in anderen Ländern auch, und auch ganztags in die Betreuung gegeben werden, wie eben auch in anderen Ländern auch. Unsere jungen Frauen machen heute herausragend tolle Schul- und Bildungsabschlüsse und Ausbildungsabschlüsse. Und wenn sie dann Mutter werden, dann bleiben sie vielfach zu Hause. Und das darf ja nicht sein. Am Ende muss es uns darauf ankommen, dass wir die Investitionen, die wir jetzt in den letzten Jahren getätigt haben, darin, dass eben Kitas wirklich auch Einrichtungen der frühen Bildung sind und nicht nur der Betreuung, die gute, großartige Familienministerin ja auch auf den Weg gebracht haben, wie die Dame, die gleich nach mir spricht, zum Beispiel. Manuela Schwesig ist auch ehemalige Bundesfamilienministerin. Da kommt es eben darauf an, dass diese Einrichtungen jetzt auch so genutzt werden, wie wir sie brauchen, nämlich zur Unterstützung der Bildung von Kindern. Frau Esken, vielen herzlichen Dank bis dahin. Sie werden ja nachher noch beim Podium sein und dann auch sicher noch entsprechende Fragen auch von Ihnen entgegennehmen. Vielen herzlichen Dank. Sie haben zu Recht gesagt, es geht nur gemeinsam, Bund, Länder und die Kommunen. Frau Schwesig ist hier und ich freue mich sehr, dass Sie in Ihrem Input jetzt die Länderperspektive einmal darstellen werden und sicher auch eine andere Rolle sehen in diesem Prozess des gemeinsamen Bildungsaufbruchs. Deshalb bin ich sehr gespannt auf Ihren Input und wie das aussieht, wie Ihre Vorstellungen sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend und als allererstes ein großes Danke an die Friedrich-Ebert-Stiftung für die Einladung, aber vor allem vielmehr für das Thema setzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Wir
die ganzen letzten Jahre sind eigentlich geprägt von ganz großen, ich sag mal, überdimensionalen Themen. Mir ging es so, als wir Corona hatten und die Corona-Pandemie bewältigen mussten, hat man irgendwie gedacht, schlimmer kann es nicht kommen. Und wir wurden eines Besseren belehrt, leider. Dann kam der russische Angriffskrieg von Putins Russland auf die Ukraine mit allem Leid, mit allem, was wir auch im Bildungssystem jetzt managen müssen, natürlich auch Flüchtlingskinder aufnehmen, aber vor allem auch mit der Energiekrise. Dann habe ich eigentlich gedacht, schlimmer kann es nicht kommen. Jetzt gibt es den Terrorangriff der Hamas auf Israel mit all den Folgen, dass Israel sich zu Recht wehrt, dass sich viele Sorgen machen über das, was jetzt es bedeutet für die ganze Region. Und es gibt immer wieder damit ein neues Thema für uns. Und ich habe so mit Sorge gesehen die letzten Jahre, obwohl es an der Basis nicht stimmt, weil Kita, Schule, Bildung geht weiter, aber das so im politischen Raum. Der Fokus und vielleicht auch die Zeit, aber vor allem der Fokus fehlt auf so wichtige gesellschaftliche Themen wie Bildung. Ich könnte jetzt das Gleiche auch für Familien und Frauen sagen, aber wir sind heute beim Thema Bildung und deswegen möchte ich mich wirklich bedanken bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und bei allen, die heute da sind, was, glaube ich, ganz wichtig ist, das Bildungsthema im Fokus zu behalten und dass es nicht so ist. Sie haben es eben total gut beschrieben, es ist wirklich so, dann gibt es mal wieder einen Vergleich und erst recht, wenn der Vergleich nicht gut ausgegangen ist, der Bildungsvergleich, dann ist eine große Aufregung für 2-3 Tage und dann ist es irgendwie weg und ich finde es deshalb ganz toll, dass heute dieses Format stattfindet und bin deshalb auch gerne gekommen. Und dann möchte ich mich auch bei Saskia Esten bedanken, weil ich kann nahtlos anschließen und da gibt es, glaube ich, in der Zielsetzung, egal welcher Ebene man ist, ob Kommune, Land, Bund, überhaupt gar keinen Unterschied. Saskia Esten hat eben dieses Thema sehr breit gefächert, wieso Bildung so wichtig ist, wieso es so wichtig ist, dass jedes Kind, egal ob es hier geboren wird oder zu uns kommt, egal aus welchem Elternhaus die bestmöglichen Bildungschancen haben muss. Für sich selbst, für das eigene Vorankommen, für die mögliche zukünftige Familie, für die Gesellschaft und für den ganzen Zusammenhalt. Und das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Und liebe Saskia, ich weiß, dass du nicht dazu nur eine gute Rede halten kannst, sondern du hast uns schon begleitet, ja, als Parteivorsitzende in der Großen Koalition, als damals die Corona-Pandemie war, aber auch jetzt, als es um Hilfen für, da ging es um Wirtschaftshilfen wegen Corona, jetzt ging es in der Energiekrise um Wirtschaftshilfen für Energie. Und du bist diejenige, die immer mit sehr dafür gesorgt hat, das ist alles wichtig, dass wir der Wirtschaft helfen. Und das sage ich hier ausdrücklich als Ministerpräsidentin. Das ist immer ganz vorne, auch für einen selber im Land, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze. Und du hast sehr, sehr geholfen, dass es eben auch Unterstützung gab für den Bildungsbereich, für die Familien. Alleine das, was jetzt die Ampelregierung macht. Und ich kann überhaupt gar nicht verstehen, wenn ich es einmal sagen darf, dass das im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung so unglücklich kommuniziert wird, weil das, was ihr jetzt gemacht habt, dafür habe ich als Bundesfamilienministerin immer gekämpft und bin lange nicht so weit gekommen, das sage ich ganz ehrlich, dass ihr jetzt geschafft habt, dass zukünftig Kindergeld und Kinderzuschlag zusammen für Eltern 500 Euro bedeuten, das ist sehr, sehr viel und ich will es hier einmal vor dem Publikum sagen, weil einen guten Input geben ist das eine, aber Saskia Esten ist für uns als Länder auch ein Garant bei den vielen Herausforderungen, die Themen sind, dass Familien, dass Bildung im Fokus bleiben und dafür vielen Dank. Wie kann man das machen mit der Chancengerechtigkeit, mit der Chancengleichheit, wie es Saskia Esten ja hier zu Recht gesagt hat, warum es so wichtig ist? Für uns als Bundesland, wir sind 1,6 Millionen Einwohner, haben eigentlich einen geringen Migrationsanteil, auch wenn Rechtspopulisten und Rechtsextremisten so tun, als ob wir überflutet wären. Es stimmt überhaupt nicht. Wir haben einen Anteil von 1,8%. Aber ich weiß, dass die Debatte eine andere ist. Das heißt nicht, dass nicht Migration uns gerade jetzt, wo es viele Menschen sind, viele Familien in kürzester Zeit vor großen Herausforderungen stellt, im Wohnraum und auch im Bildungsbereich. Zum Beispiel
Im Rahmen der ukrainischen Flüchtlinge sind 5000 Kinder zu uns gekommen, alleine für den im Schulalter. Das bedeutet für unser kleines Bundesland 10 neue Schulen. Diese 10 neuen Schulen, die sind ja nicht praktisch von heute auf morgen da, die sind auch nicht im halben Jahr da. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern ja auch der Frage der Kapazitäten, auch der Lehrer. Und gleichzeitig, und das ist eine gute Nachricht, haben wir in Ostdeutschland generell und auch bei uns im Bundesland die Abwanderung längst gestoppt. Und wir haben Zuzug, auch wenn man Menschen aus anderen Ländern wegrechnet, haben wir wieder mehr Menschen im Bundesland. Ich komme gerade von einem Bürgerforum, was ich vorgestern Abend hatte, in Zarrentin. Das ist ein kleiner Ort am schönen Schalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim, der zweitgrößte Landkreis Deutschlands. Da haben wir vor vielen Jahren, als ich in die Politik gegangen bin, haben wir im Osten darüber sprechen müssen, welche Kita, welche Schule muss dicht machen. Weil aus meiner Generation 200.000 Menschen abgewandert sind, darunter 70.000 junge Frauen, die ja heute praktisch fehlen mit ihren Kindern. Die sind nicht da, so wie ich und andere aus meiner Generation mit ihren zwei Kindern, die jetzt in die Schule gehen. Und das war mein Einstieg in die Politik, ehrlich gesagt ziemlich mieses Gefühl, wenn du dich fragen musst, welche Schule kann ich erhalten und welche muss schließen. Und jetzt ist es genau umgedreht. Es gibt gerade im ländlichen Raum, auch aus dem Ballungsbereich Berlin, viele erkennen jetzt, wie schön es im ländlichen Raum ist, ist auch noch bezahlbar in der Regel und sowieso wunderschön, ziehen zu. Und das bedeutet natürlich schon aus der einheimischen Bevölkerung, die da ist und noch mit Zuwanderung, viel mehr Kita-Plätze, mehr Schulplätze. Und ich war gestern gerade auf so einem Bürgerforum und es war proppenvoll und es ging wirklich nur um das Thema Schule, 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 also dass wir weiter ausbauen, dass wir sanieren, dass wir neue Plätze brauchen. Also das ist ganz aktuell, dieses Thema. Und deswegen ist es natürlich eine große Herausforderung, dass einfach praktisch zu stemmen. Und für uns ist es wichtig als Bundesland, dass alle Kinder, und da will ich ansetzen, das hat Saskia Esken eben auch stark gemacht, von Anfang an in Bildungseinrichtungen können. Und die beginnen vor der Schule. Sie beginnen in der Krippe im Kindergarten. Ich durfte hier schon mal an dem Pult der FES stehen als Bundesfamilienministerin. Und damals ging es noch um die Debatte, zahlen wir Betreuungsgeld dafür, dass Kinder zu Hause bleiben oder bauen wir Kitas und Krippen und Kindergärten aus. Das Letztere hat sich jetzt durchgesetzt und es hat sich auch durchgesetzt, dass es eine Bildungseinrichtung ist. Ich kann den Gedanken verstehen, darüber nachzudenken, dass man darauf achtet, dass wirklich alle Kinder eine solche Einrichtung besuchen. Bei uns ist das praktisch der Fall. 98% der Kinder über 3 gehen in einen Kindergarten und unter 3 sind es fast 60%. Wenn man jetzt das erste Jahr wegrechnet, was in der Regel Elternzeit ist, dann sind es weit bei 80%. Und für uns ist es sehr wichtig, dass alle Kinder kostenfrei den Zugang haben. Viele Jahre mussten auch bei uns die Eltern Gebühren bezahlen, weil wir erstmal kleinere Gruppen sanieren und diese ganze Qualitätsdiskussion umgesetzt haben. Und dann war schon Realität, dass viele 200, 300 Euro zahlen mussten. Und das ist für viele Eltern mit kleinen und auch mittleren Einkommen viel Geld. Erst recht, wenn man zwei Kinder hat, dann auch Essengeld, ist man locker bei 500 Euro. Das ist nicht wenig. Und das war vor allem für alleinerziehende Eltern, in der Regel Frauen, aber auch gerade Geringverdiener, immer eine Hürde. Und wenn man dann sich fragt, gehe ich arbeiten? Und wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich auf einmal den Beitrag zahlen. Habe ich weniger, als wenn ich nicht arbeiten gehe, weil Kinder, wo Eltern nicht arbeiten und von Sozialtransfer leben, haben den gebührenfreien Zugang. Und das ist auch richtig für die Kinder, keine Frage. Also haben wir das glatt gezogen und zum Glück vor der Corona-Zeit die gebührenfreie Kita eingeführt, sodass bei uns Krippe, also ab 0, Krippe, Kindergarten, Ganztagsschule bis hin zum Studium und logischerweise auch Ausbildung und Meister kostenfrei ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich eine echte Frage der Bildungsgerechtigkeit. Der zweite Punkt ist wirklich die Investition in Schule. Hier ging es ja erst um Gerüche, könnte ich jetzt auch noch was beitragen. Aber ich glaube, das Bild, was dahinter ist, ist, wie modern ist eine Schule. Und es ist schon wichtig, dass Kitas und Schulen neu oder saniert sind. Wir haben einen riesen Sanierungsstau. Ich glaube, alle Bundesländer sind dabei zu sanieren. Auch wir haben eins der größten Schulsanierungsprogramme aufgelegt in den letzten Jahren und es wird auch super abgerufen. Aber wir müssen noch mehr tun. Und deswegen würde ich mir hier schon wünschen, dass wir Länder, Bund und Kommunen, weil
das wird in Hamburg nicht, ist es nicht so sichtbar, weil Hamburg ist Kommune und Land zugleich, aber Mike wird es gleich schildern. Wir im Flächenland, bei uns ist die Aufgabe so verteilt, wir als Land sollen den Inhalt machen, die Lehrer und die Kommunen, ob es eine kleine Gemeinde ist oder die größte Stadt im Land, Rostock, müssen eigentlich die Schulen fit halten, also saniert und neu halten, digitalisiert. Und die Realität ist, dass die kommunale Ebene das nicht alleine schafft. Das schafft sie für ein paar Schulen, aber nicht für alle. Und deswegen ist es wichtig, die Kommunen zu unterstützen bei Sanierung. Und ich wünsche mir eigentlich, wenn wir über ein Sondervermögen Bildung sprechen, dass wir wirklich diesen Sanierungsstau und den Neubaustau, den wir jetzt haben, weil wir viel mehr Kinder im System haben, auflösen, indem wir ein gemeinsames Programm machen. Wir hatten in der letzten Legislatur Mittel des Bundes für Schulsanierung und auch für Digitalisierung. Und so etwas muss fortgesetzt werden. Über all, was ich hier rede, es muss immer das Land dabei sein. Mir geht es gar nicht darum, Bund bezahlt und Land nicht. Das ist, wäre ja Quatsch. Sondern ein Euro zum anderen Euro packen, dann wird was draus, weil wir einfach wirklich diese gute Hülle brauchen. Was aber auch wichtig ist, und da bin ich der Ampelregierung dankbar, dass wir dieses Zeichen jetzt setzen. Wir müssen schon sehen, beste Schule mit genügend fachlichem Personal. Es hat nicht überall die gleiche Herausforderung. Wir haben schon Stadtteile, wo wir, nicht nur wegen Migrationshintergrund, wo wir aus der Sozialstruktur heraus in Schulen größere Herausforderungen haben als in anderen. Dem begegnen wir mit Schulsozialarbeit. Aber wir müssen da wirklich mehr investieren und zu sagen, wenn wir Mittel zusätzlich investieren, wie das Startchancenprogramm, machen wir das da, wo die sozialen Herausforderungen besonders groß sind, finde ich sehr gut. An der Stelle würde ich mir wirklich wünschen, dass wir wegkommen davon, dass die einzelnen Familien Anträge stellen müssen und die Schulen eben Budgets kriegen. Und ich finde, ich meine, wir vertrauen den Lehrerinnen und Lehrern, das an, was uns am wichtigsten ist, die Kinder, jeden Tag. Warum sollten wir ihnen nicht zutrauen, mit einem Budget ganz eigenständig gut zu entscheiden, wofür wollen sie es jetzt investieren? Welche Kinder brauchen zusätzlich Förderung? Wo gebe ich was aus für die Klassenfahrt? Ich glaube, wenn wir alle, erstens alle Eltern stellen diese Anträge nicht, da können wir noch so uns Mühe geben, es ist auch Realität. Manche interessieren sich auch nicht dafür, auch das ist leider Realität. Und wenn wir das den Schulen geben würden, in großer Freiheit mit so einem Startchancenbudget, das, glaube ich, wäre ein Riesenschub und das wäre sehr, sehr wichtig für die Kinder. Letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, was die größte Herausforderung heute und schon der nächsten Jahre ist, ist die demografische Entwicklung, die sich bei den Fachkräften zeigt. Wir haben ganz viele Fachkräfte gehen auch in den verdienten Ruhestand. Die älteren Lehrer erwarten von uns, dass wir eher ihre Stundenbudgets runterbeamen, also ihnen sogenannte Anrechnungsstunden geben. Ich kann das auch verstehen für den Einzelnen und wir möchten, dass sie eigentlich lange an Bord bleiben. Also ist es auch logisch zu sagen, dass vielleicht ein Lehrer mit 62 nicht mehr so viele Stunden machen muss, wie wenn er mit 32 in die Schule kommt, aber die Wahrheit ist, wenn wir das machen, ich lasse mal das Geld beiseite, ist auch sehr teuer, dass, ja dann die dass uns dann noch mehr Fachkräfte fehlen. Und wir sind da wirklich in einer Zwickmühle und müssen dafür sorgen, dass wir genug Fachkräfte haben. Wir haben alleine in unserem kleinen Bundesland im letzten Jahr 1.000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, so viel wie noch nie. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Unternehmen und müssen auf einen Schlag zu einem Stichtag, nämlich Stichtag des Schuljahrbeginns, 1.000 gute Leute an Bord haben. Das ist wirklich ein Riesenkraftakt. Da kann ich nur auch Respekt vor den Kollegen Bildungsminister haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir genügend ausbilden und dass wir auch die Lehrerausbildung, ich sag mal, moderner und aus meiner Sicht auch zügiger machen. Für all das kostet Geld und deswegen mache ich es kurz. Ich bin ganz klar für ein Sondervermögen Bildung. Warum nicht das, was wir auch bei der Bundeswehr machen, auch für die Bildung machen? Hier nicht Bund alleine, sondern wir als Länder natürlich mit dabei. Und ich sage es ganz deutlich, ich bin eine Verfechterin der viele Jahre der Schuldenbremse, weil ich auch finde, dass es nicht geht, dass wir einfach Schulden machen und das alles die nachfolgenden Generationen abarbeiten müssen. Ich sehe ja jetzt schon, was ich davon habe, dass ich schon mal Schulden übernommen habe. Und wenn ich jetzt noch weitere mache, dann wird es für die nach mir kommen noch schwerer. Aber so wie die Schuldenbremse jetzt ist, ist sie falsch. Wir brauchen eine neue Schuldenregel in Deutschland und diese Regel muss gelten.
dass wir, wenn es um Investitionen geht, also in Bildung, das Gleiche gilt übrigens auch für Klimaschutz, dass wir genauso wie bei der Bundeswehr, bei der Ausstattung ein Sondervermögen machen können und dafür auch einen Kredit aufnehmen können. Weil wenn wir das jetzt einmal durchsanieren, die Schulen, und einmal gut investieren, dann haben wir das ja auch auf Strecke. Wir haben auf Strecke den Vorteil, wenn wir es jetzt machen würden und nicht nur scheibchenweise, weil mehr Spielraum nicht im Haushalt ist, dann sind wir zu langsam, dann springen wir zu kurz. Und deswegen bin ich ganz klar für Sondervermögen, für erhöhte Vermögensabgabe und erhöhte Erbschaftssteuer, aber auch einer neuen Schuldenregel, die ganz gezielt Investitionen in Bildung zulässt. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schwesig. Sie haben jetzt in einem Parforce-Ritt so alle Punkte angesprochen, die eigentlich dazugehören, die wir aber wahrscheinlich nicht alle an einem Abend diskutieren, geschweige denn lösen können. Ich glaube, das wäre eine ziemliche Herausforderung. Sie haben aber schon Schnittstellen genannt, nämlich zu Herrn Schubert, zu den Kommunen. Sie haben gesagt, Riesensanierungsstau bei den Schulgebäuden. Wir brauchen Geld, um neue Schulen auch zu bauen. Sie haben viele andere Punkte angesprochen, die nötig sind. Ich weiß, bei Ihnen, glaube ich, ist es auch gerade so, dass Sie dringend neue Schulen brauchen, mehr Plätze brauchen und auch die Diskussion gerade stattfindet, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler aus dem Umland nach Potsdam kommen, wir aber nicht mal genügend Plätze für die eigenen Schülerinnen und Schüler haben. Insofern treibt Sie das Ganze um. Mike Schubert, Oberbürgermeister von Potsdam, bitte jetzt für Sie auch hier die Bühne und so können wir hören, was die Kommunen beim Thema Bildung und gemeinsam vorankommen zu sagen haben. Und ich vermute mal, in Ihrem Papier stecken jetzt auch noch ein paar Forderungen drin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage mal auch, liebe Genossinnen und Genossen, da werden der ein oder andere wird im Raum sein, liebe Saskia, liebe Manuela. Ich bin natürlich als früherer Jugendbeigeordneter erstmal nur ein Stück verleitet auf das, was Frau Schwesig gerade gesagt hat, einzugehen, klar. Und ich könnte prima über Schulsozialarbeit reden, ich könnte prima über Kitas reden, ich könnte über zu komplizierte BUT-Verfahren reden, ich könnte darüber reden, wie der Anspruch, Fachkräftemangel auf der einen Seite zu haben und trotzdem sich selber Betreuungsschlüssel zu machen, damit man unter der Latte unten durchläuft, eigentlich sich konterkariert. Ich will den Fokus aber in der Tat auf dem Thema Schule lassen. Weil ob Bildung funktioniert, sehen und spüren Eltern und Kinder zuerst auf der Ebene der Städte und Gemeinden, weil klar, da leben sie. Und wir können über viel reden, über Kooperationsverbote oder gemeinsame Kooperation. Am Ende des Tages ist das Eltern, wir sind das alle selber auch ein Stück weit ja egal. Sie schauen aufs Ergebnis, sie schauen, ob Schule funktioniert. Ob das Gebäude vernünftig ist, ob es vernünftig ausgestattet ist, ob Lehrerinnen und Lehrer da sind. Und da ist am Ende der Lackmustest. Und wenn es um die Forderungen geht, dann habe ich eigentlich nur eine. Naja, nachher kommen noch so ein paar kleinere, aber eine wichtige. Kommunen gehören durch ihre Verbände mit an den Tisch, und zwar bei jeder Kommission, deren Ergebnisse sie am Ende umsetzen müssen. Das trage ich, wie Saskia, du weißt das, wie ein Mantra vor mir her, und ich werde es nicht müde werden zu sagen, redet bitte nicht über uns miteinander, sondern redet mit uns. Wir sind am Ende diejenigen, die Gesetze auf der kommunalen Ebene umsetzen müssen. Und bei uns sehen Menschen am Ende, ob das, was ihr beschließt, tatsächlich funktioniert. Das Problem ist, dass es meine Kolleginnen und Kollegen sind, die es am Ende auf die Knochen bekommen, wenn es nicht funktioniert. Das sind die Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die Schule fit halten. Die kriegen am Ende gesagt, wenn es nicht funktioniert. Und für die zu streiten und zu sagen, wir müssen das so machen mit einem gesunden Pragmatismus, dass am Ende des Tages Dinge auch umgesetzt werden, und zwar mit Vorläufen, damit man es merkt. Das wäre eigentlich mein einziger Wunsch. An der Stelle könnte ich schon Schluss machen. Will ich aber nicht. Ich will es mal mit zwei, drei Sachen aus einer Kommune, aus der Sicht eines, wie sagt man so schön, Hauptverwaltungsbeamten versuchen zu garnieren. Wir sind am Ende, ich sage es gerade eben schon, für die Dinge, egal ob es Gesundheit, Infrastruktur, Umweltschutz, soziale Dienste und klar Bildung ist, sind wir am Ende diejenigen, die umsetzen. Ja, das Land ist für Lehrerinnen und Lehrer und Lehrpläne zuständig, aber wir sind am Ende diejenigen, die Turnhallen, Kitas in Wohngebieten planen und den öffentlichen Nahverkehr hinlegen. Oder haben Sie schon mal eine Schule gesehen, die vor den Toren der Stadt steht, ohne eine Bushaltestelle in der Nähe? Also wer die hat, möge er sie mir gerne zeigen. Ich hoffe nicht, dass es sowas gibt.
Nicht nur, weil es baurechtlich eigentlich nicht geht, sondern weil es dem, was wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unter wohnortnaher Beschulung, Stichwort kurze Beine verstehen, eben komplett konterkarieren würde. Und wenn ich eine Schule bauen will, brauche ich zwei Sachen. Ich brauche Geld und ich brauche Platz. Selbst wenn man nämlich Geld hat, und glauben Sie mir, eine Schule kostet momentan im Berliner Umland, ich weiß nicht, ob die Baupreise überall gleich sind, aber wenn wir momentan eine Schule bauen wollen, dann kostet uns eine Schule etwa 60 Millionen Euro pro Schule. Sie können sich vorstellen, dass das ein Haushalt einer Kommune mit der Größe von 185.000, wir haben etwa ein Haushaltsvolumen von 1 Milliarde, extrem belastet, wenn Sie eine Schule bauen können. Ich komme nachher noch zu den Zahlen, wie viel es tatsächlich sind. Ich bin Manuela Schwesig dankbar, dass er auf den Metropolenraum verwiesen hat. Warum? Weil es nämlich ein zweites Problem gibt. Selbst wenn Sie das Geld haben, brauchen Sie immer noch die Fläche, wo Sie etwas hinbauen. Und dann stehen Sie in Konkurrenz zu denen, die in die Region ziehen wollen. Sie stehen in Konkurrenz zu Sportplätzen, zu Wirtschaft, zu allen, um am Ende eine Fläche zu haben, mit der Sie Schule bauen. Natürlich versuchen wir, über Baulandpreise astronomische Mondpreise abzufangen. Aber wenn ich mir allein das Verhältnis zwischen Land und Kommunen angucke, und das ist kein brandenburgisches Phänomen, dann haben die meisten Länder mittlerweile Landesgesellschaften, die natürlich auch den Zweck haben, am Ende des Tages die Flächen des Landes so zu vermarkten, dass etwas in den Landeshaushalt kommt. Da sind ja auch ein paar Dinge zu erfüllen. Und dann sind wir auch in einer Konkurrenzsituation, nämlich, dass wir den Finger heben müssen und sagen, wir brauchen es aber verbilligt, sonst funktioniert es nicht mehr. Das ist das eine. Über Klima- und Umweltfragen, über die Frage von Naturschutz und Landschaftsschutz will ich heute gar nicht reden, weil dann wären wir gar nicht fertig an dem Thema. Warum der kleine Ausflug an der Stelle? Weil wir am Ende es nur, und das ist heute schon ein paar Mal gekommen, gemeinsam hinkriegen. Und deswegen geht es nicht nur um die klassischen Bildungsgesetze, wenn wir über Kooperation miteinander reden, sondern es geht eben auch, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Bildungslandschaft überhaupt erstmal ermöglicht. Und der ist mehr als nur das reine Bildungsthema. Auch da müssen wir im Geiste von Föderalismus gemeinsam gucken, wie sind denn die Bedingungen, die wir vor Ort brauchen, um überhaupt Bildungslandschaft zu ermöglichen. Also die gebaute Bildungslandschaft, die, wofür wir am Ende zuständig sind. Und da ist Bauordnungsrecht, Planungsrecht und all die Fragen eben mindestens genauso wichtig. Da bin ich ja froh, dass ich in Brandenburg mit Clara Geiwitz eine Ministerin so nah dran habe, dass wir ihr jederzeit alles sagen können, was wir da an so Probleme und Problemchen haben. Und auch schon für das eine oder andere dadurch tragbare Lösungen gefunden haben. Aber ich will es mal doch noch an 2, 3 Beispielen bringen. Und eins ist mir gerade schon ein Stückchen von der Moderation vorausgenommen werden. Ich habe natürlich auch immer die Diskussion mit denen, die unsere Bildungsgesetze gemacht haben, also mit dem Land. Und ich freue mich, meinen ehemaligen Staatssekretär Hallo Burkhardt heute hier sozusagen als Banknachbar gekriegt zu haben. Warum? Bildungsgesetze werden auf Landesebene gemacht und ich mache Ihnen das an einem einfachen Beispiel. Potsdam ist eine Stadt, die sich sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Manche sprechen auch von der Boomtown. Ich glaube, wir profitieren schlicht von der guten Lage in der Nähe von Berlin und dass diese Stadt mit einer wirklich auch schönen Lage gesegnet ist. Wir haben einen Landkreis um uns herum, der, weil Potsdam langsam auch eng wird, einen unheimlichen Zuzug in den letzten Jahren erlebt hat. Es führt dazu, dass aus dem Landkreis 1.400 Schülerinnen und Schüler in Potsdam beschult werden. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, wo die Gesetzgebung nicht nur den Leistungsbezug an die Spitze stellt, sondern auch ein Örtlichkeitsprinzip verankert hat, gibt es das in Brandenburg nicht. Wozu führt das? Dass der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam für 1.400 Schülerinnen und Schüler Schulplätze schafft, wo aber die Einwohnerinnen und Einwohner nicht die Steuern zahlen. Ich glaube, das sind so lebenspraktische Diskussionen, die wir miteinander führen müssen. 1.400 Schülerinnen und Schüler, mal auf mein Beispiel von vorhin umgesetzt, sind 180 bis 200 Millionen für den kommunalen Haushalt. Das sind dann 3 Schulen, die ich rein theoretisch für jemand anders baue. Das müssen Sie Eltern auch erklären.
Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Ich muss Eltern erklären, warum ihr Kind nicht in die Wunschschule gehen kann, weil man einen gesetzlichen Rahmen hat, der dazu führt, dass sie vielleicht innerhalb des Stadtgebietes weiterfahren können. Und da wird dann Zusammenarbeit auf einmal ganz lebenspraktisch und auch ganz schwierig manchmal zu erklären. Auch Entscheidungsprozesse schwierig zu erklären. Ich komme zurück auf die Frage, was können wir gemeinsam auch mit Bund und Kommunen machen, ohne die Länder rauszunehmen dabei, sondern Digitalpakt mal als Stichwort. Und deswegen bin ich Saskia wirklich dankbar, dass sie mir heute die Chance gekommen hat, das einfach mal so frei von der Leber heute in so einer Runde hier mit zu sagen. Der Digitalpakt ist, man kann nur dankbar sein für diejenigen, die diese Idee hatten. Man kann nur dankbar sein dafür, dass es ihn gibt. Und man muss selbstkritisch sagen, manches hätten wir viel früher, wir als Politik, miteinander angehen können. Für mich ist das, muss das immer wieder sagen, beschämend, wenn ich in den letzten im letzten Jahr gesehen haben, wenn Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren Kindern kamen, wir ihnen was von digitaler Schule erzählen wollten und die mir wiederum gezeigt haben, wie ihre Kinder noch aus Gebieten, die in Krisen- oder Kriegssituationen waren, beschult wurden in der Anfangszeit. Heißt, eine Digitalisierung war in einem Land, das wir in dem Sinne gar nicht auf dem Fokus haben. Wir reden immer viel über das Baltikum in der Frage. Deutlich weiter als in der Hochindustrienation Deutschland. Und das müsste uns zu denken geben, wenn wir über die Frage von Investitionen in die Köpfe reden, dass diejenigen, die im Vergleich zu uns sagen, sie müssen aufholen, das mit einem viel höheren Fokus machen, sich nicht über Sondervermögen oder Ähnliches miteinander ausdiskutieren, sondern es einfach machen, es zentral machen, es möglichst fokussiert machen und eben dadurch, ich glaube, auch bessere Ergebnisse erzielen als wir. Ich versteige mich nicht dazu zu sagen, wir müssen das alles zentralisieren, keine Bange. Manchmal habe ich das Gefühl, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gehabt, dass er gesagt hat, die Diskussionen in der KMK oder Ähnlichem führen bei uns, die wir das vielleicht noch am Rande sehen, manchmal so zu so einem unguten Gefühl im Bauch, weil warum brauchen wir diese große Aufteilung und trotzdem hat sie ja ihre Lebensberechtigung. Aber ich will auf einen anderen Fokus hinaus, warum ich sage, Sondervermögen ist gut, aber bitte denkt darüber hinaus. Und zwar ist der Digitalpakt da ein gutes Beispiel. Der wird dazu führen, dass wir, oder er führt dazu, dass wir momentan in den Schulen wirklich aufholen. Schnell aufholen, was Technik in den Gebäuden betrifft. Nun wissen wir aber selber, was Technik in diesem Bereich bedeutet. Nach 5 Jahren kann man eigentlich wieder von vorne anfangen. Runtergebrochen auf meine eigene kleine Stadt wieder, 2024 bis 2028, zusätzliche Kosten für die Frage von Neubeschaffung und Aufrechterhaltung von 30 Millionen Euro. Kommt obendrauf. Es reicht also nicht, wenn ich einen Digitalpakt mache, mit dem ich aufhole, sondern wir müssen einen Weg miteinander finden, dass wir eine ähnliche Diskussion am Ende haben, ob das revolvierende Fonds sind, ob das am Ende eine prozentuale Festlegung ist. Aber zu sagen, Bildung ist uns einen bestimmten Prozentsatz regelmäßig wert, damit wir nachlegen können, damit wir nachjustieren können und damit nicht immer wieder, wenn wir den Anschluss verloren haben, es einen riesigen nationalen Kraftakt braucht, um sich wieder ranzuarbeiten. Deswegen muss es eine Daueraufgabe sein. Deswegen ist ein Sondervermögen ein fantastischer Weg, aber wir müssen es dann verstetigen. Und das, ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite Forderung, das ist die zweite. Sondervermögen ja, aber bitte dann so verstetigen, dass wir es als Dauervariante haben. Das heißt, das geht nicht mit Schnellschüssen, das muss wohl überlegt sein, da müssen wir gemeinsam an den Tisch, weil am Ende geht es um die Ausbildung unserer Kinder. Und ich glaube, sowohl Saskia Esken als auch Manuela Schwesig haben deutlich gemacht, dass es da um ein Stück weit sozialdemokratische DNA geht. Und wenn wir die erhalten wollen, müssen wir langfristig denken und nicht nur in kurzen Perioden. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schubert, für diese kommunale Perspektive. Ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, was Sie
gesagt haben, das Dilemma auch der föderalen Bildungspolitik, es ist unglaublich viel gleich und doch alles anders. Wenn wir jetzt noch sehr viele andere Bürgermeister aus anderen Städten, vielleicht nicht so prosperierend wie Potsdam, hätten, kämen ganz andere Probleme nochmal aufs Tableau. Ich glaube, das macht das Dilemma so ein bisschen deutlich, je nachdem, wen wir hier stehen haben. Die Probleme sind sehr unterschiedlich und doch ja, leiden alle an ähnlichen Problemen. Wir kommen von Potsdam nach Hamburg, auch eine prosperierende Kommune. Was haben Sie gerade gesagt? Bei uns kostet ein Schulbau gerade 120 Millionen, habe ich es richtig gehört? Und die letzte Schule, die wir jetzt angeschoben haben, wird 120 Millionen Euro kosten. Das liegt eigentlich auch an sehr hohen Grundstückspreisen, das muss ich leider zugeben. Ihr Hamburger seid ja aber auch alle reich. Herr Rabe, kommen Sie aufs Podium. Also die Schule ist auch für 1800 Schüler, die ist nicht ganz klein. Ja, Thies Rabe, Bildungssenator von Hamburg. Jetzt auch noch mal von der Kommune, auch zur Kommune, aber natürlich auch die Länderperspektive. Wir haben sehr viel gehört heute an Eindrücken schon. Und ich habe mich gefragt, es war von einem Aufbruch in der Bildung die Rede, und zwar einem gemeinsamen Bildungsaufbruch von Bund, Ländern und Kommunen. Wenn man sich jetzt Hamburg anschaut, Sie waren ja früher tatsächlich so ein Schmuddelkind, so ein Bildungsverlierer, ne? Kann man so sagen, bei diversen Leistungsvergleichen. Ist das zu hart? Nein, wir waren immer auf Platz 14 der 16 Bundesländer. Ich kriegte jedes Mal von meinem Pressesprecher den Zettel, du musst sagen, wir sind der beste Stadtstaat, denn hinter uns war verlässlich, tut mir leid, Berlin, und am Ende war immer Bremen. Aber Platz 14 ist natürlich jetzt auch nicht überragend. Ja, das fand ich auch mal spannend, als Journalistin immer zu gucken bei den nächsten PISA-Ergebnissen, mit welchen Wortwahl die Kultusministerin, Kultusminister und die Ministerpräsidenten und Präsidentin es tatsächlich schaffen, ihr Ergebnis auch so ein bisschen schön zu reden. Aber das gehört, glaube ich, zu diesen ganzen Leistungsvergleichen irgendwie dazu. Aber das ist ja jetzt Vergangenheit, Herr Rabe, früher Bildungsverlierer. Sie sind jetzt deutlich besser aufgestellt. Wir haben jetzt jüngst den IQB-Bildungstrend für die 9. Klassen gehabt. Da schnitt Hamburg relativ gut ab, zum Beispiel bei Englisch, auch viele andere übrigens. Ganz interessant, dass die Deutschkenntnisse zurückgehen, aber die Schülerinnen und Schüler in vielen Schulstufen in Englisch besser geworden sind. Interessantes Phänomen. Wir hatten auch den IQB-Bildungstrend für die Viertklässler. Auch da hat Hamburg relativ gut abgeschnitten, quasi gegen den bundesdeutschen, bundesweiten Trend. Ich frage mich jetzt, wenn wir eine neue Bildungskommission haben mit Bund, Ländern und Kommunen, was würde das Hamburg überhaupt noch bringen? Würden Sie da mitmachen? Ja, ich war ja auch damals zu dem Bildungsgipfel hingegangen. Stimmt, Sie waren einer der wenigen, die beim Bildungsgipfel dabei waren. Das liegt auch daran, ich war früher mal Generalsekretär für unsere Partei und die Partei hat ja immer gesagt, wir wollen in die Kooperation gehen. Und das ist für mich deshalb auch Ansage, die ich dann auch artig befolge. Und insofern bin ich schon für die Zusammenarbeit. Aber ich finde, wichtig ist erstmal, dass wir überhaupt erkennen, es ist eine große Aufgabe, dass wir an diesen Basiskompetenzen ansetzen. Und ich sage ganz offen, das mag hier Konsens sein. In meinem Parlament geht es bei Schulpolitik auch um aufgeregte Sachen. Unisex-Toiletten und eine Woche für queere Menschen freizugeben und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber ich habe in meinem Parlament noch nie einen Impuls gehört, dass die Kinder lesen lernen sollen. Und ja, das ist tatsächlich so. Das scheint irgendwie so eine Art Grundfunktion zu sein, wo man glaubt, das geht ja automatisch. Und deswegen am Anfang steht das Bekenntnis, hier müssen wir ran. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar bei meinen Vorrednern, insbesondere bei Saskia, dass sie das immer zu einem Thema macht. Das ist nämlich gar nicht so verbreitet, wie man denkt. Das Zweite ist, man muss auf zwei Wegen arbeiten. Über die Strukturfragen muss man reden. Da gibt es viel zu tun, da ist auch einiges im Argen, wo man besser werden muss. Aber die Verbesserung in Hamburg, und wir sind jetzt bei dem letzten IQB 9 waren wir wohl auf Platz 4, bei IQB 4 waren wir auf Platz 6, also da, zumindest im oberen Drittel sind wir gelandet, das ist ja schon beachtlich. Die haben sich vollzogen, obwohl es den Föderalismus gab, obwohl es keine Bildungskommission gab, obwohl wir noch kein Sondervermögen hatten. Und deswegen muss man an beidem arbeiten. Man kann nämlich auch jetzt schon was tun. Und offensichtlich haben wir einige Stellschrauben erwischt, die ganz gut funktionieren. Da sind wir noch nicht am Ziel.
Aber ein bisschen deutlich besser geworden ist es ja schon. Da sprechen Sie wahrscheinlich jetzt die frühkindliche Bildung an. Hamburg hat verpflichtende Sprachtests bei 4,5-Jährigen. Und wer da quasi auffällig wird, muss dann, glaube ich, auch in die Vorschule. Ich sage mal, Pflicht und Zwang war ja in der sozialdemokratischen Bildungspolitik lange nicht so angesagt, sondern eher verpönt. Hat sich da generell was verändert oder fährt man da nur in Hamburg diesen, ich sag mal, härteren Kurs? Ja, das ist ein Teil davon. Aber ich würde es nicht nur darauf fokussieren, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Saskia hatte eben dargestellt, wie in ihrer Heimat vom Tal bis zum Berg die Ressourcen gestaffelt sind auf die verschiedenen Schulformen. Wir haben das in Hamburg umgedreht. Es ist bei uns so, dass eine Grundschule in sozial schwieriger Lage, und das ist ein Drittel aller Grundschulen, die kriegt 50% mehr Lehrer als eine gleich große Schule in normaler Lage. Weil sie diese Sozialindizes ja, oder anwenden. Zum Beispiel, und wir haben zwei Schulformen nach der Klasse 4, das Gymnasium und die integrierte Gesamtschule. Bei uns heißt sie aus politischen Gründen Stadtteilschule, damit die CDU sie auch leiden macht, aber es ist eine Gesamtschule. Da haben wir gesagt, wenn die gleich groß sind, kriegt die Gesamtschule 35% mehr Lehrerinnen und Lehrer. Allein die Ressourcensteuerung ist sozusagen dagegen angewiesen. Das ist ein Punkt. Und dann ganz viele Fördermaßnahmen. Das ist eine. Wer mit 4,5 Jahren nicht altersangemessen spricht, da gilt eine Regelung, dass dieses Kind dann schulpflichtig wird. Wir haben die Besonderheit einer Vorschule. Das ist aber nichts. Das würde in Deutschland, glaube ich, zu mordsmäßigen Diskussionen. Man kann auch über eine Kita-Pflicht nachdenken. Aber ich rate schon dazu, hier ein bisschen energischer zu sein. Aber es ist nur eine Fördermaßnahme von vielen, gezielt bestimmte Lesemethoden einzusetzen und bestimmte Sachen auch einfach mal pädagogisch zu verbieten und zu sagen, das funktioniert einfach nicht. Wir sind da sehr genau. Und ich will noch einen letzten Punkt sagen. Wir müssen in den Schulen die Haltung erzeugen, man kann besser werden, ohne dass sich ganz Deutschland vorher einigt auf den Digitalpakt und dass wir den Föderalismus abschaffen oder erweitern. Man kann auch vor Ort besser unterrichten. Das geht. Und das wissen wir, dass das geht. Es gibt zahllose Studien, die sagen, zwei Schulen nebeneinander, gleiche Ausstattung, alles gleich. In der einen lernt man was, in der anderen weniger. Das konnte man in Corona-Zeiten ja nun auch sehr schön beobachten. Das war schwierig. Und deswegen, wie die eine Schule gut damit umging und die Schule, die wenige hundert Meter weiter ist, das nicht in den Ja, genau, so ist das. Und ehrlicherweise, mir hat damals unser Bürgermeister, heute Bundeskanzler Olaf Scholz, gesagt, er hätte immer Erfolg gehabt mit so etwas, das würde er nennen freundliche Belagerung. Und sowas machen wir auch ein bisschen. Wir haben eine Schulinspektion, alle 2 Jahre kommt die vorbei und testet die Schule auf Herz und Nieren. 2-mal im Jahr kommt der Schulrat und führt freundliche Beratungsgespräche. Wir machen es so, dass wir alle Schülerinnen und Schüler in jedem Jahr einmal auf Deutsch lesen, schreiben, rechnen und so weiter, einmal testen. Die Ergebnisse sind transparent, sie werden auch in den Schulen besprochen. Und solche Maßnahmen haben das System in Bewegung gesetzt. Das wird überall abgeschafft in den meisten Bundesländern. Es wird auch übrigens von einigen Berufsverbänden energisch bekämpft, weil sie sagen, das ist böse Leistungsmessung. In Hamburg hat das eher dazu geführt, ich war ja auch Lehrer, meine Frau ist Lehrerin, meine Töchter und so weiter. Die sitzen dann da, die sitzen nebeneinander im Lehrerzimmer und dann merkt man plötzlich, die 7a ist in Deutsch echt klasse und die 7b nicht. Und dann sind Lehrer doch neugierige, nette Menschen. Und dann sagen sie so mal, wie kommt das denn eigentlich? Ja, ich habe da vielleicht den Philipp, der kann sowieso nicht lesen. Aber irgendwie fangen die dann auch an, darüber zu reden. Und solche Prozesse muss man in Gang setzen. Und das ist dieser parallele Schritt, den wir neben Föderalismus und solchen Fragen Herr brauchen. Herr Rabe, bevor wir jetzt noch zu Ihren Enkeln kommen, das wäre bestimmt auch ganz spannend. 4. Nein, ich guck jetzt auf die Uhr und die Zeit für unsere Podiumsrunde läuft uns so ein bisschen hinweg. Ich würde gerne noch weiter plaudern, aber das können wir auch in der größeren Runde jetzt tun. Deshalb bitte ich jetzt alle hier aufs Podium, sodass wir weiterreden können und den Hamburg-Werbeblock unterbrechen wir dann an dieser Stelle mal. Ja. So, jemand nimmt uns, glaube ich, jetzt noch diesen Tisch hier weg. So.
Ja, Herr Schubert, Sie haben eben in Ihrem Statement was gesagt, den Eltern vor allem ist es eigentlich total egal, wer was macht, Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Es gibt immer wieder mal Befragungen zum Thema Bildungsföderalismus, Föderalismus im Bildungssystem. Ich glaube, zuletzt hat es der Spiegel gemacht. Und die Ergebnisse sind eigentlich immer ziemlich klar. Die Bevölkerung sagt, wir wollen eigentlich keinen Bildungsföderalismus, sondern wir möchten da eigentlich eine zentralere Steuerung. Bis auf Bayern, da sind die Ergebnisse immer so ein bisschen anders bei den Umfragen. Aber generell ist das eigentlich die Aussage. Mal die Frage an die beiden Ländervertreter. Machen Sie da in diesem Sinne und auch an die anderen Politik eigentlich gegen die Bevölkerung, indem man immer noch an diesem System der Bildungshoheit der Länder festhält? Wir nicht. Wir haben als einziges Bundesland in der Föderalismuskommission gegen das Kooperationsverbot gestimmt. Damals noch mein Vorvorgänger Harald Ringsdorf, aber ja, ist gelegentlich ein Fehler, da hat man nicht auf Mecklenburg-Vorpommern gehört. Man hat es eben anders gemacht. Aber ich wäre jetzt schon bei Thies. Man kann jetzt so abstrakt darüber sprechen. Am Ende muss man ja wissen, wo will man hin? Ich sag mal, mit einem Kooperationsgebot. Und ich glaube, wenn in dem Moment der Plan auf dem Tisch liegt, dass man, ich mache mal das Beispiel, sagt, ein Sondervermögen, Bund und Länder speisen es gemeinsam ein für die und die Punkte. So wie es auch Mike gesagt hat, da gebe ich ihm recht, nichts nur einmalig, sondern dauerhaft, dann kommt man ja diesem Thema schon näher. Also ich kann es ganz klar für Mecklenburg-Vorpommern sagen, aber ich weiß, das sieht ein Großteil der Länder anders. Wir finden das Kooperationsverbot falsch. Ich sage aber auch, man muss dann genau darüber reden, was soll bundesseitig geregelt werden, was soll landesseitig, weil es ist schon zur Sprache gekommen, wir sind ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, wir haben kleine Dörfer, ich habe 6.000 Dörfer und ich habe halt Städte. Es ist völlig anders, wenn ich in einer kleinen Gemeinde bin, als in einer Stadt. Es ist auch, also ich bin auch froh, dass viele Dinge sehr wohnortnah geregelt werden. Das mache ich noch nicht mal zentral von Schwerin. Wenn Sie mich fragen, was gerade eine Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger in meinem Land ergeben würde, wenn sie gefragt werden sollen, soll sich die aktuelle Ampelregierung in Klammern, die sich sehr, sehr viel streitet und in anderen Sachen sich schon nicht einigt, sich jetzt auch noch um die Bildung kümmern oder die Landesregierung, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass es für uns ausgeht, weil das muss ich auch mal sagen, man muss dann schon einen zusammen Plan haben, was man eigentlich will und das, man kann sich dann nicht nur noch streiten und das ist nicht böse gemeint, aber das empfinden gerade viele Menschen so bei anderen Themen. Insofern würde ich weg von der abstrakten Diskussion hin zu einer konkreten. Und da, finde ich, hat Saskia heute einen Impuls gegeben, mit dem wir mitgehen könnten. Sie sagen abstrakte Diskussion, aber wenn man das wirklich, wie Frau Esken es gefordert hat, einen gemeinsamen Bildungsaufbruch, und im Moment haben ja die Länder die Bildungshoheit, das heißt doch auch unterm Strich, dann müssten die Länder auch ein bisschen von ihrer Macht abgeben. Sei es, dass der Bund mehr steuert bei zentralen Themen, mehr Vorgaben abgeben. Genau, das ist schon klar, dass die Länder eigentlich immer nur mehr Geld wollen. Aber das ist ja die Gretchenfrage. Macht das sozusagen Sinn, dass der Bund einfach nur mehr Geld gibt, aber ansonsten nicht hineinsteuert und auch Vorgaben macht? Tatsächlich würde ja auch eine Mehrkooperation alleine auf Länderebene, wenn die Länder sich stärker abstimmen würden, stärker noch Standards verabreden, auch da würden sie ja schon Macht abgeben, nämlich an diese Gemeinschaft. Und insofern, das darf nicht die Frage sein. Es geht auch nicht darum, Kompetenzen an den Bund abzugeben, sondern nur gemeinsam und vor allem auch nach wissenschaftlichen Standards gemeinsam voranzugehen, damit eben diese spezielle Problematik, die ich wirklich sehr, sehr alarmierend finde, nämlich die Frage der Bildungsgerechtigkeit in der gelingenden Bildung, dass man die jetzt gemeinsam angeht, weil wir haben gesehen, und das ist eben nicht Corona geschuldet, Corona mag auch einen Einfluss gehabt haben, aber ist die Entwicklung der Zahlen beim IQB, die sind ja jetzt nicht das erste Mal erhoben worden, sondern im Laufe der Jahre schon öfter, die ist einfach so, dass sie alarmierend ist und dass wir da ran müssen. Nun sind die Länder ja in sich diejenigen, die das Ganze bestimmen. Aber wenn wir jetzt von einer Kooperation sprechen von Bund, Ländern und den Kommunen, das haben Sie ja zu Recht eingefordert, wenn es im Moment den Ländern nicht mal untereinander gelingt,
sich zu einigen. Die KMK ist ja ein Gremium, das ja nicht mit Mehrheit beschließt. Also man diskutiert in der KMK. Viele Dinge werden sich ja auch sehr gut vorangebracht. Wir haben das Startchancenprogramm, was ja ein Modell ist, wo es einigermaßen gut funktioniert hat, die Kooperation. Am Ende geht aber doch jeder Ministerpräsident, jeder Ministerpräsidentin nach Hause und muss das Ganze sozusagen ja vor den eigenen Leuten rechtfertigen. Also was macht Sie so zuversichtlich, oder auch Herr Rabe, was macht Sie so zuversichtlich, wenn nicht mal die Länder sich untereinander wirklich einigen können, dass ein neuer Bildungsaufbruch auf allen Ebenen gelingt? Ich glaube, jetzt muss man dann doch mal ein ganz klein bisschen realistisch die Lage bewerten. Das Schulsystem in Deutschland kostet 90 bis 100 Milliarden per anno. Davon zahlen die Länder knappe 80%, die Kommunen knappe 20% und der Bund im Moment 3. Das muss man einfach nur mal wissen. Und es ist nun mal so in der deutschen Politik, dass derjenige, der das Geld gibt, natürlich auch Einfluss hat und darüber bestimmen kann, wofür es ausgegeben wird. Deswegen haben wir beim Digitalpakt ja nicht nur Dinge, die sich die Länder ausgedacht haben, sondern auch Dinge, die sich der Bund ausgedacht hat. Und angesichts dieser Verhältnisse muss man auch ganz nüchtern mal sagen, die ganze Föderalismusdiskussion ist verschwendete Energie. Jedes Jahr verlassen 600.000 Schüler unsere Schulen. Davon können 50 bis 100.000 nicht mehr ordentlich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, weil wir die Bildung verlassen. Alleine die Idee, den Föderalismus aufzuheben und ein Finanzvolumen von 100 Milliarden per anno zwischen drei Ebenen neu zu justieren, ist ein Jahrhundertprojekt, das es noch nie gegeben hat. Und dann muss man wissen, Bundesratsmehrheiten in Zweidrittelhöhe und noch mehr, niemals wird es die geben. Deswegen ist es eine kluge Idee zu sagen, nun hör mal auf mit dieser Grundsatzdebatte. Es mag sein, dass das die Menschen ärgert. Es wird aber auch angetrieben und getriggert von Medien, die teilweise auch nicht ganz durchblicken, was damit alles zu tun hat. Denn in Wahrheit kann das niemand ändern. Ich bin in einer Regierung, da wird neu gewählt. Ich bin das dritte Mal dabei. Und da wurde beim letzten Mal dieses Gesundheitsteil des einen Ministeriums übertragen in das Sozialministerium. Alleine die Entflechtung in so einem klitzekleinen Bereich einer einigen Regierung hat fast ein Jahr gedauert. Was soll denn passieren, wenn wir 100 Milliarden zwischen wie viel Kommunen, 50.000 oder 100.000, zwischen 16 Bundesländern und dem Bund umstrukturieren? Die Debatte kostet uns unnütz Energie. Lasst uns über Zusammenarbeitsformen sprechen, aber nicht über die Grundsatzdebatte Föderalismus, denn die Leidtragenden dieser Dauerdebatte sind die, die jedes Jahr in den Schulen die Schulen verlassen und für die wir so lange nichts tun, wie lange wir uns in dieser Debatte verzetteln. Ist das Konsens? Ist das Konsens in der Runde? Das heißt ja im Grunde auch, dass das leidige Thema Grundgesetz und Kooperationsverbot, wird es genannt, bei manchen heißt es auch etwas anderes, dass das tatsächlich vom Tisch ist. Ich habe das so interpretiert. Nein, das ist nicht richtig, ganz sicher nicht. Es geht ja darum, mehr Kooperation möglich zu machen. Würden wir sagen, der Bund soll alles machen, dann braucht es keine Kooperation, dann macht der Bund. Ja, also das ist ja nicht die Idee und das wollen wir auch nicht, weil gerade eben die beste Bildungspolitik natürlich vor Ort umgesetzt wird und das ist dann in Hamburg leicht, weil ihr seid Land und Kommune gleichzeitig. Ansonsten machen es die Kommunen und die ich habe es ja auch vorher schon gesagt, die baden natürlich auch ein Stück weit aus, was da erdacht wird in der einen oder anderen weit entfernten Ebene und da ist es schon ganz gut, wenn in den Ländern die eben nicht ganz so weit entfernt sind und ihre Strukturen auch kennen. Und dennoch ist es, natürlich gibt es die Bildungswissenschaft, die klare Erkenntnisse hat, die dann auch in Standards gießen sollte, dass man mit gleichen Methoden eben für die einigermaßen doch recht ähnliche Problemlage vorgeht, nämlich eine wachsende Erwerbsarmut, also einen wachsenden Anteil von armen Kindern und einen wachsenden Anteil eben auch von Kindern, die in Haushalten aufwachsen, wo nicht genügend gut Deutsch gesprochen wird. Herr Schubert, man hat aus Ihrer Rede vorhin so ein bisschen herausgehört in dieser Diskussion um gemeinsamen Bildungsaufbruch aller Ebenen des Staates. Sitzen Sie so ein bisschen am Katzentisch, die Kommunen? War das nur von mir rein interpretiert oder fühlen Sie sich da manchmal stiefmütterlich behandelt? Und was wünschen Sie sich in Zukunft? Sie haben das in Teilen ja auch schon angedeutet. Na, ich würde jetzt nicht sagen Katzentisch, das ist übertrieben. Allerdings... Ist natürlich die Situation so, dass wir
in der Tat bei vielen Entscheidungen, also wir sind der Hausmeister. Manchmal ketzerisch, wenn mich jemand fragt, was ist die Aufgabe der Kommunen, dann sage ich, wir sind die Facility Manager der Schulen. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist aber eine andere. Also da sind wir eher dann für fast alles zuständig und eben nicht nur fürs Gebäude und ob drei Bälle noch zum Fußballspielen da sind. Von daher so ein bisschen auch da nochmal Wasser in den Wein, was die Frage, also wenn das alles so richtig funktionieren würde, dann gäbe es solche Umfragen nicht. Ich glaube, bei aller Diskussion über, wir wollen nicht gleich über den gesamten Föderalismus reden, natürlich wollen wir über Kooperation miteinander reden, müssen wir trotzdem als Politik anerkennen, dass Eltern, dass Menschen, die befragt werden, das ja nicht machen, weil das System so gut funktioniert, sondern diese Diskussion eher aufmachen, weil sie bei der Frage von Vergleichbarkeit von Abschlüssen anfangen, große Fragezeichen da zu haben, weil sie die KMK, wenn sie sie denn wahrnehmen überhaupt, ja, als eher schwergängig bei der Suche von gemeinsamen Vorgaben sehen und weil sie, machen wir es mal ganz lebenspraktisch und einfach, wenn sie sich mit Eltern unterhalten, dann ist Deutsch Deutsch. Egal, ob es in München gelehrt wird, in Potsdam oder in Rostock oder in Hamburg. Es gibt Unterschiede, aber die haben dann eher was mit, ich sag mal, landsmannschaftlichen Fragen zu tun. Die kann man diskutieren, ja, die kann man sozusagen Eigenheiten, die kann man immer noch mit reinbringen. Aber wir tun uns mit der Standardisierung so unheimlich schwer in diesem Land. Wir brauchen so unheimlich lange dafür, das gleich hinzubekommen, dass wir ähnliche oder vergleichbare Standards haben. Wer mal ein Kind von einem Bundesland in ein anderes umgeschult hat, der weiß, wovon ich rede und ich sehe es ja schon zwischen zwei Bundesländern, die so nah zusammenliegen wie Berlin und Brandenburg, dass das eine Riesenherausforderung ist. Und ich glaube, da brauchen wir uns da nicht wundern, dass solche Debatten aufkommen. Ich möchte mal konkret machen, auch an einem Beispiel. Es ist ja so, dass es eine innere und äußere Schulangelegenheit quasi gibt. Das heißt, das Land zahlt und finanziert die Lehrer. Die Kommunen bauen die Schulen. Sie haben das eben ausgeführt, auch wie teuer das ist und wie schwierig das manchmal ist. Können aber zum Beispiel ja nicht darüber bestimmen, wer der Schulleiter einer Schule ist, was ja nicht ganz unwichtig ist, wenn man nur Hattie und an andere Studien heranzieht. Ist das noch zeitgemäß? Also die Fragen an die Kommunen, auch an die Länder? Das wäre mal ein konkreter Punkt, wo man ja ansetzen könnte. Die Kommune redet mit und die Kommune redet ja mit. Was ich mir eher wünschen würde, wäre bei der Frage von Schaffung von Budgets ein Stück mehr Freiheit über alles, also über alle Bereiche für die Kommunen, angefangen von Lehrmitteln über die, also das sind Schulleiter wirklich in der klassischen Rektorenfunktion, die Verantwortung für seine Schule hat. Und zwar über unsere Bereiche hinweg, weil dem ist doch am Ende des Tages auch egal, wer was für seine Schule macht. Der braucht einen Ansprechpartner und dann muss die Schule funktionieren. Aber das ist ja ein schönes Beispiel. Ich glaube, Sie hatten das auch genannt mit den Schulbudgets quasi. Das ist in manchen Programmen ja tatsächlich auch schon angelegt. Wäre das eine Innovation jetzt mal jenseits von diesen leidigen Debatten, die Sie gerade ansprachen, Herr Rabe, so etwas voranzubringen, zu sagen, wir geben dieser Schule so und so viel Geld, vielleicht auf der Grundlage von Sozialindizes, wie Sie das in Hamburg, aber auch in anderen Bundesländern wird das ja teilweise gemacht. Und wir knüpfen dieses Budget, weil die Schule am besten weiß, was sie braucht, an bestimmte Zielvereinbarungen. Auch das wird teilweise ja schon gemacht, aber wie immer ist das ein Flickenteppich und eben nicht durchgängig. Wenn man da gemeinsame Standards schaffen könnte, um so ein Modell zu kreieren, wäre das eine Möglichkeit, aus dieser Diskussion ein bisschen berücksichtigt, aus sozial finanziell schwachen Familien, aus Familien mit Sozialtransfers, gab es ja damals die Idee der sogenannten Bildungskarte. Damals war noch Frau von der Leyen die Sozialministerin und wir hatten damals vorgeschlagen, lasst uns nicht in so eine Einzelunterstützung gehen, sondern lasst uns überlegen, ob wir nicht mit dem gleichen Geld an Schulen, und das kann man ja heute, das ist ja alles bekannt, wie viele Kinder habe ich aus Familien, die Sozialtransfers haben, lasst uns an die Schulen das Geld geben und dann bieten die Schulen an. Die Schulen müssen dann, und das würde dann die Kommune viel besser können als das Land oder der Bund, die lasst uns sicherstellen, dass dann jedes Kind ein kulturelles oder ein Sportangebot kriegt, eine Sprachförderung. Das haben wir damals schon vorgeschlagen und ich habe sehr die Hoffnung, dass wir jetzt mit diesem Staatschancengesetz eigentlich in so eine Richtung gehen. Das meinte ich vorhin. Wir haben das Problem, es geht schon in der Kita los. Wir haben allein in einer Kita im sozialen Brennpunkt eine Sozialarbeiterin angestellt, die den Eltern hilft, dass sie bitte die Anträge stellen, damit die Kinder die Leistung kriegen. Und sowas könnten wir abschaffen. Und da sehe ich eine totale Verzahnung von wirklich Kommune, Land und Bund.
weil diese Fragen von sozialer Unterstützung, das ist ja auch Bundesaufgabe und darüber haben wir heute Abend noch gar nicht gesprochen. Wir müssen auch ehrlich sagen, dass die Schule nicht alles, was in der Gesellschaft und in Familien schief geht, ausbaden kann. Das wird nicht funktionieren. Und Thies, du hast mal in einer, wir machen auch viele Runden zur Bildung, nicht nur öffentlich, in einer unserer letzten Runde, wo du dabei warst bei Bildung, hast du den richtigen Satz gesagt. Eigentlich haben wir in Wahrheit in den letzten Jahren mehr Geld denn je ins Bildungssystem investiert, auch in die Fachkräfte. Und es ist so wenig sichtbar, weil die gesellschaftliche Realität, die läuft noch schneller. Alleine durch den Zuzug, alleine, was ich vorhin mal vorgerechnet habe, viel mehr Kinder durch Flüchtlingskinder, ist nicht deren Schuld, also nicht, dass ich missverstanden werde, aber es geht schneller, als wir hinterherkommen. Und ein Punkt ist ganz klar, der Bildungserfolg von Kindern, wir sagen immer, der sollte nicht von den Gegebenheiten in der Familie abhängen. Er hängt aber eben doch davon ab, ich bleibe jetzt mal bei der Grundschule beim Lesen und Rechnen, meine Tochter geht gerade zweite Klasse, Ansage an die Eltern ist, jeden Abend 10 Minuten zusammen lesen. Und es ist so, wenn du das durchhältst, dann siehst du, das Kind kommt schneller voran. Wenn du das nicht durchhältst dann, oder nicht machst, dann ist es weniger. Und wir haben eben, wir müssen mehr darüber reden, wie wir auch diese Unterschiede, die es in Elternhäusern gibt, stärker ausgleichen können, ohne die Eltern aus der Verantwortung zu lassen. Und da zum Beispiel zu Sozialbudgets für Schulen zu kommen, wo die Schulen wirklich frei darüber entscheiden, die wissen am besten, was das Kind braucht. Jedenfalls besser als wir das, der Oberbürgermeister, die Ministerpräsidentin oder vielleicht sogar eine Bundesministerin kann. Das wäre ein großer Ansatz. Und ich würde hier nochmal eine Lanze brechen. Wir sollten nicht so abstrakt über das Kooperationsverbot und auch den Föderalismus sprechen, weil es gibt ein paar Punkte, die können wir wirklich zusammen gut machen und bei ein paar Punkten, sage ich ganz ehrlich, will ich sie nicht mal als Land machen, da bin ich froh, dass das schon in der Selbstständigkeit der Schule bleibt. Und wenn wir so ein Sondervermögen, deswegen kommen wir mal über den Begriff Sondervermögen, machen würden. Und genau der Digitalpakt Schule ist ein gutes Beispiel. Da haben wir uns verständigt, da haben wir sogar eine Grundgesetzänderung hinbekommen. Und da haben wir ganz klar Bund, Land und kommunale Ebene gesagt, wie wir das machen wollen. Und sowas zu machen bei der Schulneubau, bei Schulsanierung, beim Sozialbudget für, ich sag mal, für mehr Förderung von benachteiligten Kindern. Bei der Digitalisierung, da hätten wir schon 4 Punkte und noch, die Abschlüsse, da gebe ich dir recht, das kriegst du keinem Elternteil erzählt, dass man selber sich bewegen soll durch Deutschland wegen dem Arbeitsplatz, aber dein Kind kommt nicht hinterher, wegen dem fehlenden Vergleichbarkeit. Wenn wir die 5 Punkte hinkriegen, dann wäre das schon ein riesengroßer Schritt und das hat dann nichts damit zu tun, dass zukünftig der Bund in allem reinregiert. Und sowas hinzubekommen im Rahmen einer gemeinsamen Kooperation, das wären aus meiner Sicht die größten 5 Punkte. Und der soziale Faktor, den könnten wir über so eine Budgets total gut regeln und nicht über Einzelanträge beim Jobcenter. Da sind wir auf der völlig falschen Spur. Ja, ich will jetzt gar nicht selber den Fehler machen, ständig wieder die Föderalismusdebatte aufzuwärmen, aber ich will an einer Stelle doch noch mal erklären, dass es nicht nur die Uneinigkeit starrsinniger Kultusministerien ist, die eine Einigkeit erschwert. Ich möchte mal wissen, was in Deutschland los ist, wenn ein Bundesministerium entscheiden sollte, welches Schulsystem wollen wir denn jetzt, nach Klasse 4 oder nach Klasse 6? Da haben wir schon die Diskussion gegen Berlin und Brandenburg, die terren nämlich erst nach Klasse 6. Und wenn die sagen Klasse 4, weil die anderen es machen, möchte ich mal wissen, was die Interessenverbände in Berlin und Brandenburg dazu sagen. Am schönsten ist aber die Frage, zweigliedrig oder dreigliedrig? Hamburg hat fast gebrannt. Bei uns wurden zweimal Landesregierungen weggefegt. Einmal die Schwarz-Grüne, weil sie auf 6 Jahre gehen wollte. Und, was man vergisst, 1954, der mächtige, hoch anerkannte Hamburger sozialdemokratische Bürgermeister Max Brauer. Wir hatten Mehrheiten von 60% damals als SPD, wurde weggefegt, als er die Idee hatte, die Grundschule um 2 Jahre zu verlängern. So ein Thema ist das gewesen. Und zum ersten Mal gab es eine konservative Regierung in Hamburg. Unfassbar. Da merkt man schon, so einfach ist das gar nicht mit der Einigkeit. Wir haben jetzt in Hamburg Bildungspläne überarbeitet, weil die Kultusministerkonferenz gesagt hat, in Zukunft soll in Physik aber das ohmsche Gesetz in Klasse 8 dran sein. Also ist nur ein Beispiel, aber das haben die so gesagt. Also habe ich die ganzen Bildungspläne überarbeitet. Ein Sturm der Entrüstung. Alle sind dagegen. Schulleiterverband A, Schulleiterverband B, die GEW, der Philologenverband und so weiter. Warum? So viel lernen mussten wir noch nie. Und dann wurde mir ernsthaft eine Petition überreicht, die lautete,
können nicht die anderen 15 Bundesländer unsere alten Lehrpläne übernehmen? Das wäre doch viel schlauer. Und deswegen muss man auch einmal mit der Vielfalt Deutschlands umgehen. Was wäre denn wirklich, wenn jemand entscheidet, zweigliedrige Schulsysteme, es gibt nur noch Gymnasien und Gesamtschulen. Was wäre los in Baden-Württemberg oder Bayern mit den ganzen Haupt- und Realschulen? Deswegen bitte, bitte gemacht. Wir sind ein Land der Vielfalt. Wir reden über insgesamt 25 Millionen Menschen, 15 Millionen Eltern, 10 Millionen Schüler, ach, die 1 Million Lehrer habe ich noch vergessen. Die müssen das alle tragen. Und deswegen ist diese Vielfalt gar nicht so einfach zu bewältigen. Das ist jetzt auch mein letzter Satz dazu gewesen. Gemeinsames Budget, gute Idee. Wir haben in der Tat den Vorteil, wir sind Kommune und Land in einem. Wenn Sie jetzt denken, das ist doch bei allen Staatsstaaten so, muss ich sagen, nee, in Berlin ist es nicht so, die haben eine kommunale Ebene. Das waren jetzt schon vier Sätze mehr. Es ist nicht mal in Bremen so. Die haben auch zwei Städte, nämlich Bremen und Bremerhaven. Wir haben gute Erfahrungen mit dem Budget gemacht, aber an einer Stelle krankt es. Nicht, die Schulen sind nicht grundsätzlich schlauer als Ministerien. Es gibt auch doofe Schulen. Und du musst denen über die Schulter gucken, dass die das auch richtig machen und kannst nicht hoffen, dass du ihnen Geld drüber schiebst und dann machen sie von alleine alles richtig. Die Fantasie habe ich aufgegeben. Eine Sekunde nur, bevor ich Ihnen das Wort gebe. Ich sehe schon, es ist jetzt 20 vor 8. Ich wollte Sie noch mal ermutigen, auch gern noch mal Statements und auch Fragen einzuspeisen. Wir werden das nämlich jetzt in einer kleinen Runde auch noch berücksichtigen. Das noch mal als Hinweis, bitte schön, damit wir nicht nur hier oben für uns diskutieren. Ja, ich will zwei Dinge sagen. Es war immer, auch in der Strukturdiskussion, auch wenn es nicht um eine Auflösung des Föderalismus ging, sondern um eine Reorganisation vielleicht der Zuständigkeiten, hat man immer gesagt, es wäre gut, wenn bedeutungsvolle Dinge auch durch Standards gelöst werden, damit wir überall gleichmäßig vorgehen und auf der anderen Seite aber alle die Dinge, die vor Ort entschieden werden können, auch vor Ort entschieden werden können, das heißt in die Hände der Schulen gegeben werden, damit die eine größere Autonomie haben. Die brauchen dann unter Umständen Unterstützung. Schulleiter und Schulleiterinnen sind oft genug einfach nur Lehrkräfte und haben eben nicht gelernt, eine Organisation zu führen, Personalentwicklung zu betreiben, Schulentwicklung zu betreiben. Das ist gar nicht so einfach und da brauchen die auch Unterstützung, aber dann kann eben auch die Autonomie was bewirken. Ich glaube, dass im Startchancenprogramm eine kleine Idee für Schulbudgets drinsteckt. Da musst du aber, ja, dann kannst du da nochmal erklären. Und ich will zum Bildungsteilhabepaket noch was sagen, Manuela, weil du das angesprochen hast. Wir waren tatsächlich damals als SPD der Überzeugung, das ist der falsche Weg, Einzelanträge den Eltern abzuverlangen. Es ist so gekommen, wie es die Union dann eben damals haben wollte. Und mittlerweile haben aber alle verstanden, dass es Quatsch ist. Und deswegen haben wir zunächst mal für mittlerweile alle Belange des Bildungs- und Teilhabepakets Sammelanträge erlaubt. Das heißt, die Eltern müssen gar keine Einzelanträge mehr stellen. Das können die Schulen machen. Und zum anderen werden jetzt im Rahmen der Kindergrundsicherung einige Belange des Bildungs- und Teilhabepakets direkt in die Kindergrundsicherung eingerechnet und gar nicht, also direkt an die Eltern bezahlt und gar nicht mehr auf Antrag bewilligt, was vollkommen richtig ist. Aber eines will ich auch noch aufräumen, weil du jetzt gesagt hast, man weiß doch über jede Schule, welche Schülerinnen und Schüler mit welcher sozialen Benachteiligung dort sind. Das ist tatsächlich nicht der Fall und das macht auch unsere Bildungsforschung wuschig, dass so wenig Daten vorhanden sind, um mal plausibel zu erklären, wie die Zustände eigentlich sind und wo die Unterstützung in welchem Maße hinfließen soll. Das hat auch dazu geführt, dass das Startchancenprogramm nicht so stark mit Sozialindizes das Geld verteilt wird, sondern eben doch wieder über Umsatzsteuerpunkte und Königsteiner Schlüssel, weil wir eben das Wissen gar nicht so genau haben. Das mag in dem einen Bundesland gut sein, aber in anderen ganz schlecht. Es gibt auch Bundesländer, die über den Unterrichtsausfall an ihren Schulen freundlich Statistik führen. Andere tun es nicht, habe ich aus Hessen gehört, wo man dann auch wirklich Probleme hat, damit sinnvoll umzugehen. Und da, glaube ich, müssen wir auch noch ein Stück besser werden, dass wir auch die bundesweite, ich habe gesagt, wissenschaftlich evidenzbasierte Politik, da brauchen wir auch das Wissen dazu, da müssen wir auch besser erheben. Ja, ist ja in der Tat verwunderlich, warum diese Daten nicht da sind. Es gibt Schuleingangsuntersuchungen, es gibt ganz viele andere Parameter, die man heranziehen könnte. Ich weiß, dass in der Corona-Zeit auch in einigen Kommunen beispielsweise bundesweit gar keine Schuleingangsuntersuchungen gemacht wurden, was ja, wie ich finde, eigentlich ein Skandal ist, das einfach auszusetzen. Aber das zum Thema, es fehlen eigentlich empirische Daten, um daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
So, ich möchte jetzt mal überleiten an Burkhard Junkamp vom Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der hat nämlich die schöne Aufgabe, zu bündeln die Fragen, die vom Live-Chat oder vielleicht auch von Ihnen jetzt hier eingegangen sind, um die Runde noch mal ein bisschen zu beleben. Ich will es gerne versuchen. Die Diskussion ist lebhaft, das Thema scheint gut anzukommen und die Fragen, das finde ich sehr erfreulich, sind sehr sachlich und sehr fachlich. Die Stichworte, die hier gefallen sind, Föderalismus oder Schulstruktur, tauchen hier gar nicht auf im Chat, soweit ich den Einblick habe. Ich kann auch jetzt nicht alle Fragen zitieren. Was man sagen kann, die Idee des Deutschlandpaktes kommt gut an, das ist keine Frage. Es wird sogar die Frage an Saskia Esken gestellt, wann dann der erste versprochene Bildungsgipfel stattfindet, jetzt endlich unter Einbeziehung auch der kommunalen Seite und all derer, die für Erzieherinnenausbildung zuständig sind. Eine kritische Frage geht in die Richtung, ob es eigentlich besser wäre, statt wieder mal neuer befristeter Bund-Länder-Programme eine Verständigung dahingehend hinzubekommen, wo der Bund dann dauerhaft tätig werden soll. Ich glaube, es geht in Richtung, in etwa in die Richtung, die Manuela Schwesig vorhin formuliert hat. Ein bisschen wird zum Bildungsverständnis gefragt. Wir reden über frühkindliche Bildung, wir reden über Schule. Und dann kommt die Frage, wo bleibt denn die Erwachsenenbildung zum Beispiel? Aber ich glaube, das spielt, oder wir reden über das Lesen, Rechnen, Schreiben können, wie der Hamburger Senator ja sagt, elementare Kompetenzen, die jeder besitzen sollte. Aber wie gehen wir mit Themen wie Klimawandel um? Was ist mit Bildung für nachhaltige Entwicklung? Solche Fragen kommen dann in der Tat auch. Manuelas Vortrag hat ganz, ganz stark Fragen zur Lehrkräfteausbildung provoziert. Nämlich die Frage, soll die wirklich verkürzt werden? Da drückt sich eine Sorge aus in der Frage. Oder wie du die Idee eines bundesweiten Staatsvertrages Lehrkräftebildung einschätzt. In diese Richtung gehen die Fragen, die hier gestellt wurden. Mikes Vortrag wurde als sehr beeindruckend dargestellt, weil die Probleme sehr konkret benannt wurden. Und da wird befürchtet, dass die Probleme, die Potsdam hat, das ist ja sehr deutlich geworden, aber nicht nur von anderen auch geteilt werden, sondern dass kleinere, ärmere Kommunen diese Probleme ja noch viel schärfer haben. Und die Frage war, ob ein kommunaler Zweckverband Bildung hier helfen würde. An Thies wurde die Frage gestellt, wie eine bessere Kooperation von Bund, Ländern, Kommunen eigentlich hinzubekommen ist. Das war so ein bisschen das, was Katja Ill am Anfang gefragt hat. Wenn doch die KMK an sich so träge ist und verwiesen wird auf eine Evaluation, die gerade durchgeführt wird. Und dann über allem kommen hin und wieder mal allgemeine Fragen, die kann man, glaube ich, hier so konkret nicht beantworten. Da brauchen wir eigene Veranstaltungen. Was können wir machen im Sinne einer Transformation des Bildungswesens, damit wir nicht erst in 50 Jahren schon ganz schnell das modernste Bildungssystem der Welt bekommen? Ich glaube, das wird den Rahmen vermutlich ein bisschen sprengen. Soweit ein Eindruck, ja? Ja, vielen Dank. Dann versuche ich, die gebündelten Fragen jetzt nochmal für das Podium zu bündeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging eine Frage an Sie, Frau Esken. Die Frage mit dem Bildungsgipfel. Wann kommt der nächste Bildungsgipfel, wo nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Kommunen dabei sind? Also wer meinem Vortrag zugehört hat, der hat festgestellt, dass ich nicht ein einziges Mal Bund und Länder genannt habe, ohne die Kommunen auch anzuführen, weil ich es ganz wichtig finde, weil es nämlich, wie wir schon mehrmals bemerkt haben, ja auch um die Umsetzung dann in der Fläche geht und weil oft genug die Verantwortung bei euch gesucht wird, wo sie eigentlich woanders liegt und dann ist doch gut, man hat zusammen die Dinge auch vereinbart. Ich glaube, dass es die Veranstaltung eines Bildungsgipfels ja, immer wieder uns helfen würde, aber nicht alle 10 Jahre, sondern das müsste dann schon eine regelmäßige Einrichtung sein, wo man eben die Dinge bespricht. Dass da ein Parallelgremium zur KMK geschaffen wird, sehe ich auch nicht unbedingt als dringend notwendig an, sondern es geht darum, dass wir ins Tun kommen und wir wollten heute Abend auch nicht den Eindruck vermitteln, als ob alles schlecht oder noch nie gedacht worden sei. Wir haben mehrmals das Startchancenprogramm genannt. Das ist auf 10 Jahre angelegtes Programm und es klingt schon von der Anlage her dann nicht danach, als ob man danach damit aufhören könnte, als ob danach irgendwas erledigt sei, sondern im Gegenteil, ich habe ja gesagt, es ist leider auf ein Zehntel der Schulen begrenzt, wegen der Begrenztheit der Mittel und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit den Erfahrungen, die man mit diesem Programm macht, dann eben auch zu einer weiteren guten Zusammenarbeit zu kommen und da müssen die Kommunen natürlich mit einbezogen werden, damit die Erfahrungen dann auch
Sinn machen, wenn wir gerade über Budgets sprechen und wenn wir über Steuerung vor Ort sprechen, dann muss das auch gemeinsam angegangen werden. Aber mir geht es jetzt mit diesem Aufschlag, der ja auch in Richtung Bundesparteitag zielt, erstmal daran, eben zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der SPD, Parteien in der SPD-Familie, Einigung herbeizuführen, eine gemeinsame Vorgehensweise zu entwickeln, damit wir dann dafür auch politisch streiten können, diese Dinge gemeinsam gut umzusetzen. Überall da, wo, wir haben es ja erlebt, ein Bildungsgipfel veranstaltet werden, ohne vorher eine solche Vorberatung und eine Augenhöhe und ein Vertrauensverhältnis erzeugt zu haben, geht es schief, dann ist es eine reine Schaumschlägerei. Und nur dann, wenn die Belange aller Ebenen auch gut einbezogen werden und man zielgerichtet in eine gemeinsam als notwendig erkannte Richtung arbeitet, dann kann man auch was erreichen. Erlauben Sie mir zu dem Punkt dann doch noch mal eine Nachfrage, Stichwort Sondervermögen. Sie sagen, Sie wollen auch die eigene Partei quasi davon überzeugen. Wie sind denn da die Verhältnisse? Also es gibt auch Stimmen in Ihrer Partei, die sagen, sowas ist im Moment überhaupt nicht umzusetzen. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie da mit einer Stimme sprechen können? Ja, da geht es natürlich darum, dass wir auch zwischen den politischen, sagen wir mal, Ressorts und Zuständigkeiten eine Mittelkonkurrenz haben, dass also andere auch andere Themen sehr wichtig finden und deren Fokus jetzt vorantreiben wollen. Aber insgesamt ist die SPD schon immer Bildungspartei gewesen. Da haben wir darauf hingewiesen. Es kommt aus ihrer Gründung heraus. Es ist Teil ihrer DNA, ist gesagt worden. Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dafür auch mit Erfolg werben können. Wenn es darum geht, die Finanzierung bereitzustellen, dann müssen wir auch bereit sein, denn die Mittel sind begrenzt, dann müssen wir auch bereit sein, deutlich zu machen, dass eben sehr hohe Einkommen und sehr hohe Vermögen auch einen höheren Beitrag leisten müssen. Frau Schwesig, an Sie ging die Frage Richtung Lehrerausbildung und ich glaube, die Sorge, dass wegen des akuten Mangels, Personalmangels, die Ausbildung verkürzt wird und die Lehrer nicht mehr so gut ausgebildet sind, wie sie sein sollten. Nein, das ist überhaupt nicht das Ziel. Also ich will es mal am Beispiel der Kita-Erzieherinnen und Erzieher machen. In Deutschland war es lange üblich, dass man erst Erzieherinnen und Erzieher werden kann, wenn man 2 Jahre Sozialassistent und dann nochmal 3 Jahre Erzieher, also 5 Jahre lang. Das oft ohne Vergütung. Bei den meisten mussten noch Geld mitbringen. Und jetzt kann man sich einmal überlegen, wenn man heute den jungen Menschen dieses Angebot macht, drück 5 Jahre nochmal die Schulbank, bring Geld mit, dann kannst du Erzieherinnen und Erzieher werden. Das ist völlig unattraktiv. Wir hatten die Erfahrung in Ostdeutschland aus DDR-Zeiten, dass wir dort eine fachlich fundierte Erzieherausbildung hatten über 3 Jahre und das sehr gut war. Und wir haben ja heute einen Mix aus neuen Erzieherinnen und Erziehern, die noch diese Ausbildung haben und das ist, bewährt sich. Und haben dann als Bundesland in der KMK nachgefragt, ob wir es nicht auf ein Jahr verkürzen können auf 4 Jahre. Und da, die KMK hatte sich auf 4 Jahre dann geeinigt. Ich will dir aber an der Stelle mal eine Lanze brechen für die KMK. Es ist ja sowieso üblich in Deutschland, man hat ein Problem und dann brauchst du irgendwie eine Person oder ein Gremium, wo wir unseren Frust hin abschieben. Das ist leider die KMK geworden. Ich finde es nicht gerecht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich habe vor dem Bildungsminister den höchsten Respekt. Ich war auch in verschiedenen Bereichen Ministerin und es ist schon wirklich ein krass schwerer Job. Und die KMK, wenn man sich 16 Länder sich einigen soll mit den verschiedenen Blickwinkeln, ist das ein zäher Prozess. Das ist auch frustrierend für den Minister manchmal selber, der da drin ist. Aber da passiert auch ganz viel Gutes. Ich will das einmal hier sagen. Die KMK hat sich dann auf 4 Jahre geeinigt. Wir haben aber festgestellt, es ist immer noch nicht attraktiv. Weil es auch darum geht für junge Menschen, wann kann ich in den Beruf einsteigen? Und wir haben uns entschieden, zu dem zurückzukehren, mit was wir gute Erfahrungen hatten. Eine 3-jährige duale Ausbildung mit Ausbildungsvergütung. Das haben wir, aber es ist nicht bundesweit anerkannt, weil es eben kein Standard überall ist. Und ich kann nur sagen, wir haben uns dann fokussiert auf sehr viel Praxisorientierung vor allem. Und dieser Ausbildungsgang, der ist überbucht. Wir haben mehr Nachfrage als Plätze. Und das ist für uns beim Erzieherjob sehr, sehr wichtig. Also es läuft gut und auch die Träger
sind sehr zufrieden. Und jetzt geht es mir nicht darum, die Lehrerausbildung zu verkürzen. Aber bei der Lehrerausbildung gibt es aus meiner Sicht zwei Probleme. Und was ich hier sage, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sagen mir die jungen Menschen, die gerne Lehrer werden wollen und es dann aber abbrechen. Erstens, die Universitäten wollen aus einem Mathelehrer werden will, den Matheprofessor machen. Dieser Student muss jedenfalls bei uns im Bundesland die gleiche Mathe-Studium machen wie jemand, der in die Wissenschaft für Mathe geht. Das ist aber für einen Grundschullehrer und übrigens auch für einen weiterführenden Lehrer nicht notwendig. Worum es geht, ist ganz viel Pädagogik. Und der zweite Punkt, wir wollen viel mehr Praxisanteile. Das haben wir auch schon längst umgedreht. Wir wollen, dass die in der Lehrerausbildung frühzeitig die Leute sehr intensiv in der Praxis sind, um auch für sich festzustellen, ob das etwas ist, was sie wirklich bis zum Ende machen wollen. Das sind zwei Dinge, wo ich nicht die Qualität mit absenke, wo ich sie sogar verbessern kann. Also dann habe ich das, bin ich da vorhin in meinem Input zu kurz gesprungen. Das ist damit gemeint. Länge ist per se aus meiner Sicht kein Argument für Qualität. Es geht jetzt nicht um Schnellbesolung, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber wir müssen es auch so machen, dass die Interesse haben, Lehrer zu werden und auch das können, auch von der Sozialkompetenz her, dass die auch am Ende ankommen und nicht auf der Strecke frustriert werden. Darum ging es mir eigentlich. Herr Schubert, auch an Sie ging eine Frage. Stichwort kommunaler Zweckverband Bildung. Würde das helfen? Das hilft an der einen oder anderen Stelle. Dafür gibt es ja durchaus auch Modelle, wo man sowas schon macht. Wir haben in Brandenburg noch nicht die Möglichkeit, kämpfen wir gerade drum, dass wir so eine Chance bekommen, weil das könnte in der Tat helfen. Wir haben ja überall bundesweit Ballungszentren, die ähnliche Situationen in der Frage Landkreis zu, ich sag mal, Metropole haben und den Übergang zu gestalten. Das ist nicht immer ganz störungsfrei und das ist nicht immer ganz leicht. Von daher kann das eines der möglichen Modelle sein. Ich weiß, dass es kommunal noch ganz andere Probleme gibt. Ich habe vorhin viel über Neubau gesprochen. Ich glaube, wir müssen auch, und deswegen vorhin der kurze Schwenk zum Digitalpakt, über die Frage reden, wie schaffen wir es eigentlich, durch regelmäßige Investitionen Schulen auf einem Standard zu halten. Ich habe eine große Sorge, wenn wir immer wieder in so Hauruck-Aktionen arbeiten, dass immer wieder in das Neue investiert wird, aber in die Erhaltung der geschaffenen Strukturen, dass da dann kein Geld mehr für da ist oder weniger Geld da ist, ist der eine Punkt. Dann gibt es natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, in unseren Bundesländern auch Regionen, die gehören nun nicht zu den wachsenden Regionen. Und gerade die brauchen, damit Menschen in den Regionen bleiben, natürlich gut funktionierende Schulen. Das ist das Erste, wonach Eltern fragen, wenn sie, ich sag mal, auf dem Land wohnen bleiben, was ist mit Kita, was ist mit Schule? Und wenn ich da keine Möglichkeiten der Investition habe, die diese kleinen Kommunen aber noch mehr überfordern als so eine Stadt mit 185.000 Einwohnern, dann laufe ich Gefahr, dass ich mir die ländlichen Regionen ohne Not leer ziehe. Und das kriegen wir nicht alleine. Das ist ein Punkt, deswegen sitze ich heute hier auch mit hier oben, zu sagen, das kriegen wir nur zusammen hin. Und deswegen, Saskia, wollte ich vorhin, und das weißt du auch aus unseren Vorgesprächen, wahrlich nicht missverstanden sein. Im Gegenteil, wir kriegen das nur zusammen hin. Du bist eine von denen, ich sag mal auch Kämpferin an der Stelle, die immer gesagt hat, vergesst mir die Kommunen nicht bei all den Themen. Wir müssen das zusammen machen. Deswegen gehören wir mit an den Tisch. Wir haben ja immer ein paar mit am Tisch. Thies ist ja sozusagen indirekt auf beiden Ebenen immer mit dabei. Aber wir brauchen da wirklich die Stimme auch der kleineren Kommunen mit. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit möchte ich gerne nochmal zum Thema gemeinsamer Bildungsaufbruch kommen und eine allerletzte Frage an alle stellen mit der Bitte um eine schnelle oder kurze, nicht schnell, also um eine einigermaßen kurze Antwort. Stellen Sie sich vor, Sie leiten die Taskforce Bildung. Ich glaube, dieser Begriff stammt von der aktuellen Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Taskforce Bildung. Das kam auf dem Bildungsgipfel auf. Also Sie leiten dieses Team. Es ist auch ein Sondervermögen angelegt, nicht mit 100 Milliarden, aber mit 50 Milliarden. Ich sage jetzt nicht, von wem das Geld kommt, das ist einfach da, ist ja auch mal schön. Welche zwei Punkte sind ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste, die Sie sofort abarbeiten werden in diesem Gremium, denn Sie leiten das und können sehr viel bewegen? Wollen Sie anfangen? Ja, ich hab vorher in meinem Vortrag zwei Dinge, glaube ich, herausgestellt. Und das eine ist, dass es auf den Anfang ankommt, das heißt, darauf würde ich den einen Fokus legen und das andere ist in die Abschlüsse. Ach so.
Erstens würde ich allen Ländern sagen, handelt auch schon mal selbst. Das geht nämlich. Und zweitens, wenn wir so ein Gremium haben, braucht es A, die Beschränkung auf Themen, die wirklich wichtig sind und klappen. Digitalpakt, Ganztagsausbau zum Beispiel, lesen und schreiben können und unser Startchancenpaket. Die machbaren Sachen sich darauf beschränken und nicht über Gott und die Welt, den Religionsunterricht für alle und ich weiß nicht was zu diskutieren. Das ist wichtig. Und was den Bund angeht, muss dann auch klar sein, dass nicht erratisch bei jeder Tagänderung nach Kassenlage gesagt wird, morgen gibt es Geld, übermorgen streichen wir es wieder. Was ich im Moment durchmache, was den Digitalpakt angeht, ich weiß, dass du an meiner Seite stehst und dass wir uns alle bemühen, aber das geht natürlich so auch nicht, dass man sagt, heute so und morgen so, die Schule ist ein Tanker und braucht Kontinuität. Das gehört auch dazu, wenn man zusammenarbeiten will. Herr Schubert, zwei Punkte. Ich packe es in einen zusammen, digitale Kompetenz und Fortsetzung von dem, was Digitalpakt ist. Ich glaube, das gehört zusammen, das Gebäude an sich zu machen, aber auch zu vermitteln, dass neben Lesen, Schreiben eben so eine Frage wie digitale Kompetenz mittlerweile ein zentraler Punkt ist, den Kinder lernen müssen von Anfang an. Bosch Wiesig, Sie haben das Schlusswort. Ich würde es halbieren, die einen 25 mehr für den frühkindlichen Bereich und die anderen 25 für den weiterführenden Bereich und würde beim ersten, glaube ich, kann man es dann nochmal halbieren für Räume und Inhalt und beim letzteren würde ich aus den 25 mal in die Länder anbieten, ihr könnt die gleiche Summe drauflegen, dann haben wir 50 mehr und dann könnten wir den kompletten Neubau- und Sanierungsstau in ganz Deutschland mit einem konkreten Fahrplan, bis wann wir den fertig haben, machen und ich glaube, wenn die Politik in Deutschland den Eltern versprechen könnte, wir schaffen es, ich kann das jetzt nicht beziffern, aber in 5 bis 10 Jahren komplett allen Schulen dieses Angebot zu machen, dann hätten wir einen Riesensprung. Vielen herzlichen Dank. Sie haben es geahnt. Wir haben diese föderalen Probleme heute Abend nicht gelöst, merkwürdigerweise. Wahrscheinlich werden wir das auch in nächsten Diskussionsrunden nicht schaffen. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir es nicht so geschafft haben, hier auf dem Podium nochmal über die frühkindliche Bildung zu reden. Aber vielleicht ist ein Anlass für die Friedrich-Ebert-Stiftung, zu dem Thema nochmal eine eigene Veranstaltung zu machen. Das ist nach meinem Dafürhalten so ein bisschen untergegangen, aber vielleicht in einer nächsten Veranstaltung. Vielen Dank hier an das Podium, an die Redner und vielen Dank auch an Sie, dass Sie sich beteiligt haben mit Ihren Fragen, Kommentaren. Bevor Sie jetzt alle wegrennen, die Friedrich-Ebert-Stiftung spendiert noch Getränke und auch kleine Häppchen. Also Sie können sich vorne im Foyer noch aufhalten und sicher auch hier nochmal das Gespräch suchen.